Sau. Also guck mal, da hast du. Der hat auch einen schönen Schwanz. Savasch haben wir geredet über. Hör doch mal auf, Savasch zu erwähnen! Nein, lass mal. Voila! Digga, weil ich dabei war von Anfang an! Ich bin hier! Mann, ey Leute, der schreit und ihr wisst nicht, diese Kaffee-Leute, die um uns herum saßen. Leute, ich gucke ein bisschen noch Mandalorian. Ey, absolut Gänsehaut. Ich will keinen Spoiler machen. Letzte Folge der zweiten Staffel. Wer am Ende da nicht geweint hat, ganz ehrlich, Kind, wenn ich da geweint hat. Freunde, jetzt kommt eine sehr spezielle Folge, die ich für euch am Start habe. Und ich wollte nur ganz kurz hier, ich halte das Intro kurz, keine Sorge. Ich wollte nur sagen, viel Spaß mit der Folge. Ich will nur sagen, bitte seht davon ab, natürlich. Julian oder andere Leute, die in dem Kontext hier vorkommen, zu haten, hinzugehen und irgendwie die Leute mies anzuschreiben oder so. Ich finde nach wie vor, das sage ich auch in der Sendung gleich, aber nur nochmal zum Dingens hier, ich sage nach wie vor, Julian Williams, einer der begnadetsten Sänger in Deutschland, Topline, sein Onkel, der ist einfach der King, wenn er ins Studio geht, keine Frage. Er hat wahrscheinlich ein bisschen eine schwierige Phase gehabt, da ist das Video entstanden. Es gibt Gründe, warum ich das Video, aus diesen Gründen habe ich das Video nie einfach so veröffentlichen können. Aber es ist all over the Internet und auch in der Sendung reden wir auch darüber, warum ich gesagt habe, komm, eine kommentierte Fassung nach 3 Jahren ist okay. Ich habe zwischenzeitlich mit Julian wieder Kontakt gehabt und auch sehr nette Gespräche gehabt und sehr cool telefoniert. Vielleicht werden wir in Zukunft auch wieder was machen. Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, ich halte das Intro kurz. Viel Spaß mit der Folge. Und ja, wir sehen uns dann auf Twitch. Twitch Ruse World. Da war die Folge nämlich live am Start. Das hier ist natürlich ein Best-of. Und wir sehen uns nicht typischerweise am Ende der Sendung wieder, sondern einfach auf Twitch oder hier auf dem Best-of-Kanal. Abonniert diesen Kanal. Und ja, ich schaue jetzt ein bisschen Mando weiter. Ihr erstmal hier viel Spaß und schöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und rutscht gut rein, falls wir uns nicht mehr sehen. Ich bin im Auto. So, ist das okay? Guck mal, Ton ist okay. Unglaublich, ich fahre eine Runde Auto mit der Legende schlechthin. Den Typ feiere ich. Da merkt ihr, ich offensichtlich bin ich Fan, war auch immer Fan. Und es hat mich auch total gefreut, als die Anfrage kam. Ne? Das ist einer der wenigen Leute, die ich persönlich noch nie getroffen hatte. Einmal auf einem Konzert gesehen, aber noch nie ein Wort geredet. Und ich fand den immer super. Also, so rede ich da auch gerade. Kenn ich. Guck mal, ich war da schon auf Samsung, da hatte ich noch keinen Samsung-Deal. Aber dieses Ding hier hat mir auf jeden Fall den Samsung-Deal besorgt. Das ist der Note 3. Und die Samsung-Leute haben gesehen, dass ich exzessiver Nutzer bin. Und haben mir dann geschrieben, ob ich mal ein neues brauche, weil das ist natürlich uralt und mit Spider. An dieser Stelle, wenn du das siehst, Erwin, schöne Grüße, der hat sich dann bei mir gemeldet und dann ging der Lauf der Dinge. Dann Werbespot, Vorschläge, dies, das. Dann Gold. Seit Ewigkeit. Und ich snap das. Hab schon als Kind zu seiner Mucke meine erste Freundin verloren und geheult. Das ist natürlich ein Spaß, aber... Ja. Jetzt mache ich mit dem eine Autorundfahrt. Der kommt gleich. Hab schon als Kind zu seiner Mucke. Ja, ich hatte sein Album Kontraste, werde ich ihm gleich natürlich auch alles sagen. Einmal das hier doppelt auf Cam, egal. Ich weiß auch, ich habe meine Freundin damals 2007 oder so sogar die CD gebrannt. Das stimmt, das stimmt. Damals war noch CD brennen. Und da kommt der schon. Und man muss sagen, das war so eine Geschichte, die ich angefangen habe. Später haben mir das ein paar Leute auch nachgeahmt. Ich habe immer die Kamera schon laufen lassen, bevor die Leute gekommen sind, damit es keine diese Situation nicht gibt mit Kamera aufstellen und ja, pass auf, jetzt fangen wir an. Okay, los geht's. Und die allermeisten fühlen sich da so ein bisschen unwohl dann. Hi, ja, wie geht's? So, deswegen habe ich immer die Kamera schon laufen lassen. Dann haben die Leute sich schon wohlgefühlt und haben auch teilweise vergessen einfach, dass eine Kamera läuft. Hier ein bisschen bei Jay hat ein bisschen früher, ein bisschen zu sehr vergessen, dass Kamera läuft. Auf jeden Fall die beste Situation hier, da kommt er schon. Oh mein Gott, ich weiß nicht, tun wir uns das an hier, Leute, so muss es echt gucken, lan. You. I gotcha. So. As long as you ain't shot me. Ich musste da echt aufpassen, dass ich nicht in so ein N-Wort-Problem reinkomme, weil man am
Nee, es ist ja so, kann man ja offen zugeben. So, es ist ja in deinem Kopf sind ja Lyrics und du rappst es immer. Und dann bist du mit einem, der das so droppt einfach. Und dann bist du sehr kurz davor auch, yeah, man, die ist da, scheiß Problem. Nee, also so krass jetzt nicht, aber naja, muss man mal aufpassen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie lange das her ist, das Video. Weiß es einer? Drop. Er macht so N-Wort, das Problem ist, ich kann nicht mithalten. Da wusste ich das schon, krass, ich bin woke. N-Wort. Kein Spiel hier, Digga. Yes, I got you. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Yeah, yeah, man. So. In diesem Video sind so Parental Advisory, sind Sachen für Jugendliche. Oh mein Gott, was mit meinen Augen los da, Alter, heftig. Weil ich habe immer noch krasse Augenringe heute, aber das war ja andere Zeiten, Alter. Aber Bruder, ich habe da 4-5 Videos die Woche gemacht, Digga, das war schon anders. Die man nicht machen sollte? Ja, kann ich machen. Aber sind Profis? Ja. Und es ist alles nur Satire gestellt. Ach so, meinst du? Okay. Vorher, weißt du, dass es kurz ins Off kommt und dann tschuk, 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 was auch immer du machst. Können wir machen, alles gut. Weil das ist nicht cool. Das ist also das muss man sagen, er sagt hier, das hätte man wahrscheinlich dann später rausgeschnitten. Aber wie gesagt, die Folge ist komplett andern so. Das ist die falsche Message. Ja, dann trink halt nicht. Tu sie doch. Halt nicht. Ja, dann. Digga, ich bin Splatter, Alter. Ask about me. Er sagt halt, ey, das mit dem Alkohol ist nicht cool und so vor Video, weißt du, mach das anders, schneid das raus. Sag ich so, ja, dann trink doch hier nicht. Ja, das geht nicht. Das ist nicht deine Stimme. Gerade weil du so ein hohe, so in die Höhe, hohe Töne. Watch on, girl. Genau. Yeah. Sag mir ganz kurz, bevor wir losgehen, wohin gehen wir? Also wie ist die Adresse? Ich sag dir. Okay, cool. Ich sag dir. Alles gut. Irgendwie habe ich, glaube ich, da schon so ein Gefühl von, das wird hier nicht lustig. Mensch, du riechst gut, hast gebadet. Ja, ich habe kurz geduscht, bevor du kommst. T-Shirt mag ich. Ja, so, auf Jani. Hast du für 5.000 gekauft? Na, das sieht aus wie die teuren, ist aber ein 20 oder so. Immer, da war ich schon, der Humble. Oh, ne, oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Aber ist ein bisschen so gut. Ein bisschen so auf dieses Style. Aber du Style. Bist Fußballer auch, du bist so, weißt du, kompakt. Viele Muskeln, Haare. Alles Mann. Nur kein Fußballer, Bruder. Keine Stinker, gut, Haare gut. Stinker sowieso nicht, Bruder. Herz gut. Dieser Mensch wie du, geil. Bruder, keine dieser Stinker. Nicht du Stinker, du bist Perser. Perser. Kennst du diese Reis? Bruder, das fängt schon... Ey, das fängt schon an, so, ey, wenn ich mich jetzt dran erinnere. Ihr müsst wissen, ich habe das nie geguckt, ne? Ich habe das Material damals Marc geschickt, mein Cutter. Oder Philipp, ich weiß nicht mehr, wer das damals gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Bruder, versuch das Beste rauszuholen. Ich glaube aber nicht, dass wir das senden. Ich will das auch nicht gucken. Oh, Mann. Safran-Bett. Ja, natürlich. Mit der Dille. Obendrauf und drinnen. Ich rieche aus dem Mund. Du magst nicht meinen Geruch. Ich denke, ich werde dich. Achso, nee, gar nicht. Okay, cool. Aber du kannst den Reis doch, ne? Ja, natürlich. Ja. Sherry, Ansari, SNA. Kennst du diese? Beste DJ in der ganzen Westdeutschland. Ich kenne irgendwie den Namen, aber ist auch ein gängiger Name. Ah, wie gängiger Name. Gängiger SNA, wenn du nicht kennst, dann bist du Anfänger, nicht mal Anfänger. Nee. Na, du lachst. Ich bin Noob. Noob! Herr Baby, sag mal diese. Nimmst du schon auf? Nein, nein, das ist in Berlin und wir sind übrigens in einem Smart, damit ihr mal das Gefühl so wisst. Das ist ein sehr kleines Auto. Der. Ich schon die ganze Zeit. Oh, du bist bester Mann, ich schwöre heute dieser! Mit Sonne! Du musst wissen, das ist so ein kleines Auto und ey, Dicker, der schreit da rum, hat fast Unfall gebaut. Dieser lacht, guck mal, dieser schöne Mann. Ein schöner Mann. Ey, gleich switcht der komplett in Patois, ne? Achtet bitte. Ich muss Sonne aufsetzen. Perser, ja, zieh Brille auf. Sonnenbrille aufsetzen, Freunde. Ist nicht unhöflich, aber ich sehe sonst nichts. Der persische Malcolm X, Dicker. Dein persischer Malcolm X. Oh shit, Ruse, Digga. Ruse, dieser. Ruse, Digga, dieser. Bist du eigentlich jetzt Berlin oder was? Lebst du jetzt hier? Nee. Wo bist du denn eigentlich? Überall. Eine richtige J-Antwort. Wo lebst du denn jetzt? Überall. Überall. Gut, aber basically hier, oder was?
Nö, ich habe gerade so Zweitsitze, ne? Oder Dritt, Viert. Du bist bei dir, Leute. 20 Jahre fliegt. Beamen, weißt du? Geht schnell. SpaceX. Aber merkt ihr, dass der Switch manchmal minimal, also wie ich immer versuche, das Ding auf ein Gespräch zu holen, also ich will nicht ernsthaftes Gespräch sagen, aber ein normales Gespräch und der mich nicht lässt. Weißt du, Elon Musk und so, du weißt. Elon Musk, einer meiner Favorites. Dicker, Jules Verne, du weißt, wo er ankommt. Michael Germany, ich bin Michael Germany, weißt du, ich hab erst gedacht, J-Lo und Jules Verne, aber jetzt Michael Germany, Jules Verne. Michael Germany, geil. Ja, Mann, Ocho. Fuck. Ochoa, Bruder. Wachanga, mein Wacha. Wachanga, mein Ey, der treibt mich in die Hölle, Alter. Wenn ich im einen Satz nachsage, direkt N-Wort-Problem. Wachanga, Bebo. Wachanga. Oh, hast du Egal, einer schreibt. Einer schreibt, wenn du Gott liebst, mach das auch. Ey, heftig, Alter, das ist zu krank. Ey, Junge, das ist noch gar nichts. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Warte erst mal ab. Dann, wenn ihr das cringe findet, ne, dann schaltet lieber jetzt ab. Das kommt noch Gänsehaut. Wenn ihr viel gegessen habt, guckt das jetzt nicht mehr. Ich krieg diese andere Gänsehaut. Aber richtig wie Pups hier in Berlin. Von unten immer Pupserei, weißt du? Das kann sein. Von unten immer diese Pupserei. Ich riech das gar nicht. Stinkerei, ich schwöre dir, in Berlin immer Stinkerei. Wie New York, aber es ist noch stinkiger. Du hast lange in New York gelebt, ne? 6 Jahre. Merkt ihr das? Jetzt mal ernsthaft. Ich versuche immer so eine normale Frage zu stellen, damit man dann... Ach so, wie war das in New York? Und ja, Stinkerei, also... wie war New York? Der klappt aber nicht. Das hat nicht geklappt, leider. Immer Pupserei, weißt du? Das kann sein. Von unten immer diese Pupserei. Ich riech das gar nicht. Stinkerei, ich schwöre dir, in Berlin immer Stinkerei. Wie New York, aber es ist noch stinkiger. Du hast lange in New York gelebt, ne? 6 Jahre, ja, Mann. Ich war jetzt gerade 2 krass, Wochen da. Auch, ich hab krass 6 Jahre in New York gelebt, krank. Echt hart, Alter. Aber du warst damals nicht gekommen zu mir, weil ich nicht wusste, wegen Haarschnitt, Rusbe will Haarschnitte. Ja, lass das mal ganz kurz aber für die Leute erklären. Aber, also. Ich erkläre kein Problem. Ja. Ich damals. Red doch mal normal jetzt. Und ich denke die ganze Zeit, der spielt das. Und ich sag zu dem, red mal normal jetzt. Später sollte ich eines Besseren belehrt werden. Alle, die wie normal jetzt? Ja, mach jetzt. Guck mal, wie du die Hand hoch machst. Mach ich küsse deine Hand. Oh mein Gott, ey, ich hätte das noch nie gesehen, ne? Ich krieg Gänsehaut gerade, ey, heftig. Ich mach das nur für euch. Ich schwöre, ne? Wenn ihr in letzter Zeit nicht so supportet hättet und gesubbt hättet, ne? Ich würde das nicht machen. Ich gönne euch jetzt nur, weil Weihnachten ist. Danach löscht meine Nummer, ja? Aber erstmal, bevor wir anfangen. Yeah. Wir haben zwar schon angefangen, aber. Also ich entschuldige mich jetzt bei dir, aber dafür entschuldigst du dich auch bei mir. Und zwar dafür, dass ich dich in einem Interview ein Bastard genannt habe. Ich kenne dich gar nicht. Guck mal, ne, das wusste ich zu der Zeit gar nicht. Ich wusste gar nicht, bei welchem Interview er meint. Hast du? Ja, wo denn? Weil ihr, ich möchte seinen Namen nicht sagen. Das ist mir auch wichtig, dass wir keine Namen in den Mund nehmen, außer du fragst mich vorher, weil ich weiß. Weißt du, wir sind Sehende, weißt, wir haben die Energie. Weißt du bist Top Dog und ich bin OG. Weißt du? Ja, komm, Sache, wo hast du was? Ich hab das nicht mitbekommen. Jetzt hier bei deinen Kollegen. Hast du doch gesehen gestern Interview. Hast du nicht gesehen? Nee, was hast du gesagt? Du warst mit Savas damals in Essen beifahrig vor dem Café in Düsseldorf. Ja, da hast du gesagt, viele Rapper werden. Nein, Savas hat gesagt, R&B ist tot und du hast es bestätigt. Ja. Das ist für mich ein Bastard-Move. Das hat er so auf sich bezogen. Ich sag so, R&B ist tot. Er so, der hat mich ja Bastard genannt. So vollkommen irre. Dabei habe ich so locker direkt den Satz danach, war bestimmt locker, ich bin größter J-Lo-Fan oder sowas. Das ist ja auch verrückt, Alter. Egal, weiter geht's. Als ich dich kannte, habe ich mir gedacht, okay, ey, und ich habe dich schon die ganze Zeit beobachtet und gesehen, weil du am Blubbern bist und bist jetzt, weißt du, Big Star, Jan Böhmermann, diese Dings und so. Yeah. Weißt du, kann dir nichts erzählen. Yeah. Weißt du, Neusi schreibt über dich in dieser Male. Weißt du, du weißt, Jan Böhmermann. Ja, die schreiben zwar nur Scheiße über mich, aber es war eine wilde Zeit, das stimmt. Und seine Sendung fängt bald an, weißt du, er ruft dich an, du hast schon seit 2 Jahren gefragt. Hier, Jan Böhmermann, kommst du in meine Show? Ich bin angesagt. Nee, auf einmal
Böhmermann läuft nichts. Wen ruft er an? Rösle. Ich habe ihn nie gefragt, er hat mich immer gefragt. Das meine ich doch. Ja, so ist ja. Doch, was ich sage. Ich er hat nee, pass auf, also. Ja, bist du eigentlich, ich denke, das ist eine gute Zusammengeschichte. Er hat was davon. Das war ein Riesenschrott, Alter. Er hat über Tätowierte gesagt, das ist ein richtiger Arschlecker. Oder er hat das doch. Der hat das, und der ist nicht cool. Die Sache ist, er ist nicht cool und ist nicht lustig. Doch, ich weiß das. Der Fahrer, der doch, Kollege, der fahren nee, ist komplett tätowiert. Also nochmal. Ich bin OG, du bist... Guck mal, wie cool ich mich mit dem streite, diskutiere und noch die Kamera auspacke und noch einen zweiten Winkel zu haben. Guck mal, das ist Pro, Bruder. Das ist einfach Pro. Young OG. Auf Tafnis GmbH, wenn der erste Schnee fällt, sind wir Heiligabend am Feuer. Da kommen so Fake-Nachrichten von den Fake-Bruder, danke, dass du dieses Jahr so viel für mich da warst. Okay. Ja. Du bist zwar älter als ich, ja. Weißt du, wir sind jetzt gerade 19 geworden, ja. Letzte Woche. Ja. Wir sind, glaube ich, sogar gleich alt, aber egal. Und du bist 19,5, ja. Aber ich bin OG und du bist Young OG. Okay. Weißt du, also musst du mir zuhören. Achte bitte, wie ich das mache mit der Kamera. Und die Sache ist... Ich höre dir zu. Ja, die Sache ist folgende. La, ich höre dir zu, ich packe da noch eine Kamera hin. Jan Böhmermann ist nicht Old Money, sondern New Money. Versteht einer, was er sagen will über Jan Böhmermann? Oh mein Gott. Was bedeutet, Jan Böhmermann gibt es erst seit Harald Schmidt, weil er die ganzen Sachen geschrieben hat. Okay? Das würde ich dazu machen. Ja, genau. Okay. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich erinnere mich halt gar nicht mehr an den Talk. Ich sehe das gerade, für mich ist das neu. Teilweise, ich erinnere mich vielleicht noch an Fetzen so. So, Jan Böhmermann. Und gleich müsste ich auch mal die Kamera wechseln. Polizistensohn stellt sich über alle Tätowierten und sagt, wir sind Kranke. Das war nur Robert, Spaß. Das ist kein Spaß, wenn dieser Anis sagt. Habt ihr gesehen, die Kamera wechselt? Sobald ich das rahm, ich hab's angeschaltet, dann ist Marc wahrscheinlich rübergegangen auf die Kamera. Geil, oder? Aber da feiere ich mich jetzt gerade selber auf die Kamera. Polizistensohn einfach während des Drehs. Stellt sich über alle Tätowierten und sagt, wir sind Kranke. Ah. Das war nur Robert, Spaß. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Wenn dieser Anis sagt. Das switch komplett von Böhmermann auf Bushido. Das ist so geil, Alter. AfD-Wählter. Ich habe gesehen, vor einem Jahr hat er gesagt, Ja, das muss man sagen. Das muss man auch. Eine weitere Leiche im Keller von Bushido ist, der so aus Coolheit mal ein Jahr lang immer erzählt hat, ich will AfD. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, ist scheiße. Und dann hat er noch so einen Post gemacht, ja, ey, Leute, wählt natürlich nicht AfD. Aber muss sagen, irgendwie cool, dass er das noch gemacht hat, aber irgendwie auch total bescheuert, dass er da irgendwie so ein paar Prozent Leute wahrscheinlich damit auch beeinflusst hatte, dass das gar nicht mal so schlimm ist. Eine weitere Leiche in seinem Kellerhaufen, aber jetzt geht's weiter. Mit AfD! Vor einem Jahr! Zwei Jahre habe ich gesehen! Keine Spaß! Keine Spaß! Wir verstehen diesen Spaß ja nicht da! Ich sehe, ich musste da schon versuchen, mit Lachen da aus dem Scheiß rauszukommen. So kennt ihr, man versucht, die Situation durchzulachen, so. Ohne Scheiß! Geh beruhigt. Ich schwöre, ich muss trinken jetzt! Yeah. So eine Scheiße! Und dieser Mann sagt zu mir, Brüder! Und ich muss sagen, dass er einen ganz guten persischen Akzent nachmacht hier. Muss ich auch sagen, ist wirklich krass, wie er das macht, ey. Brüder! Ich geb dir Hälfte was, Brüder, Digga! Mahmoud, ich geb dir Hälfte und ich ab! Rommel, ich schwöre, ich geb mir Hälfte! Ich mach mal ganz kurz Kamera mal woanders hin. Also Mahmoud, ich geb die Hälfte an, ich hab darf nie's. Brüder! Ich geb dir Hälfte was, Brüder, Digga! Mahmoud, ich geb die Hälfte an, ich hab. Rommel, ich schwöre, ich geb mir Hälfte! Es war so. Ich hatte gleich hier gehört, so fällig. Auf jeden Fall, ich will nur kurz sagen, bestes Interview Roos je. Ja. Das bedeutet nicht, dass Roos nicht vorher schon die Kacke war. Aber diese Beste! Welche denn? Er übersetzt so 1-1 das Englische so. Er will sagen, ich war der Shit. Und er sagt, du warst die Kacke. Auch geil.
Auch geil. Bruder, du warst total die Kacke. Ich muss dazu sagen, Shoutout an die Managerin, die hat das Car to Go damals bezahlt. Wir sind eine Stunde damit rumgefahren. Hast du angefahren, diese? Und ich schwöre, du bist der Vater von Shish. Du bist der Vater von den deutschen Shishern. Guck dir das Interview, ich werde es mal posten. Da bist du Shish. Schon vor 5 Jahren war das Shish, Digga. Welches denn? Das bist du. Diese ganzen Trap-Rapper sind deine Söhne. Der sagt, die Trap-Rapper sind meine Söhne. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich mache mir hier ein bisschen Headspace runter. Habt ihr mehr zum Sehen? Du hast alles infiltriert! Alles gut. Sinan ist richtig. Knast diese. Was ist real? Wie kann da? Wie kann da? Ich weiß, ich hab Sinan kennengelernt in Essen. Wohnst du da? Ich verstehe nicht, dass sein Akzent, dass er nicht normal redet, so, aber. Nee, das runterzunehmen war nicht Toxic Inside. Toxic hat damit gar nichts zu tun. Ich hab ja, das ist ja meine Sache. Was los ist, ja komplett immer meine Sache. Nee, ich hab's nicht runtergenommen. Ich hab's nie online gestellt. Aber ich habe gedacht, das kann es ja keinen anbieten. So. Also das kann es ja keinen zumuten. Vor allem wollte ich nicht, dass Jay damals noch also so richtig psycho rüberkommt. Deswegen, ich dachte mir, jetzt hier mit Kommentatoren, also dass ich das mitkommentiere und 3 Jahre oder 4 Jahre ist das ja, jetzt ist okay, aber damals, das wäre zu wild gewesen, glaube ich. Ja. Das aber da in dieser Plattenbau? Nee, weiß ich, wo du es hier da, wo wir in der Stadt wohnen. Nein, Sinan habe ich damals getroffen bei Echos Release-Party-Videoshoot. Ja. War auch Hafti, war Eva und die ganze Crew da. Und das war zwar das nicht in Essen, in Mönchengladbach. Kannst du bitte dein Fenster hochmachen wegen dem Sound? Ja. Mönchengladbach. Ja. Und da habe ich Sinan kennengelernt. Ja. Und der hat so eine krasse Kette gehabt. Ich habe erst gedacht, wer ist Salafist? Weißt du, so eine Silberkette? Und der hat nicht gesprochen. Und danach habe ich ihn nochmal massiv getroffen. Ah. Coole Sau. Also coolen Bruder hast du. Er hat auch einen schönen Schwanz. Das ist eines der wenigen Sachen, an die ich mich erinnere. So. Das war wirklich. In dem Moment dachte ich, das Interview wird nichts mehr, aber ich ziehe das jetzt nur noch durch, aber ich werde das nie raushauen. Ich schwöre. Wenn ihr das, also er sagt, es war noch vor der Badewannen-Leak-Geschichte von Zian, ne? Das heißt, er hat das so predicted, so. Er sagt, jetzt hier nach sagt er noch was viel krasseres, achtet bitte. Ne, ernsthaft, der hat einen großen Schwanz, auch wie Farid. Er sagt, wie Farid? Farid Schwanz hab ich auch schon gesehen. Okay, Bruder. Kommen wir nochmal zurück. Und danach habe ich ihn nochmal massiv getroffen. Coole Sau. Also coolen Bruder. Guck mal bitte auf mein Gesicht so, Alter. Was ich da denke. Er hat auch einen schönen Schwanz. Ne, ernsthaft, der hat einen großen Schwanz. Auch wie Farid. Farid-Schwanz habe ich auch schon gesehen. Okay, Bruder. Die haben echt große Schwanz. Und ich möchte aus, weiter? Nichts geht. Weißt du, weiter schön, geradeaus? Er hat einen schönen Schwanz. Also, weißt du, ich hab einen Blutpimmel und die haben halt so Fleischpimmel. Weißt du? Ey, Alter. Bruder, Alter. Ja, ich hab, aus komischen Schamgründen oder so nicht gesagt, ey Bruder, das Interview ist hier beendet. Lass mal bitte. Und ja, und ich mag ihn ja auch irgendwie. Ich war ja Fan von dem, Alter. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihn getroffen habe. So, ich habe bis dahin 2000 Millionen Mal seine CD gehört. Und dann sitzt er dann neben dir und sagt sowas. Ich sage euch, er trefft nicht eure Helden. Oder? Ich versuche so das Thema runterzuarbeiten. Geradeaus weiter? Dings, ja, cooles Gebäude hier übrigens. Können wir. Das ist aber kein anderes reden als über den Penis. Warum? Über die primären Geschlechtsorgane von meinem Bruder. Ach so. Nee, er sagt so, ach so. Ach so. Nee, und er ist also, super hübsch, ein hübscher Kerl. Ja. Katy Perry hat ihn angebaggert. Krass. Das weiß ich, das stimmt wirklich. Ja, das stimmt wirklich. Sinan war mal auf irgendeiner Afterparty, ist gar nicht so lange her, und einfach Katy Perry hat ihn angebaggert. Beziehungsweise die haben so ein bisschen geflirtet. Ich so, Digga, Alter, hättest du da mal eine, einmal in deinem Leben mal die richtige. Ja, Digga, ich weiß, yeah, Digga, ich bin, klar. I know. Yes. Baby, I know. Ja, diese. Alex. Ich sag so, lass mal bitte über was anderes reden als über den primären Geschlechtsorgan von meinem Bruder. Und er so voll enttäuscht. Er ist aber enttäuscht und sagt so, ach so. Das ist so King eigentlich. Eigentlich, ne, müsste jemand wirklich das ganze Ding mal runterschreiben. Wie sagt man so? Ja, transkribieren und daraus ein Stand-up machen. Ja! Ja! Geil. Kann ich mir ein Lied von dir wünschen und das stimmt das an? Ja, klar. Also, ne,
Das ist daran erinnere ich mich auch, das ist super cringe. Eins meiner, wenn ich die Texte noch kann. Chat ist heute anders verrückt. Ja, ich dachte, man redet über Sip hier. Wird nicht über Sip geredet? Ach so. Hä? Ach so, wir reden heute nicht über Sip. Ach du Scheiße, krank. Also ich wünsche mir jetzt einen Song von dem. Ich summe viele Texte in meine Koffer rum. Ja, ich weiß, ist auch okay, weil... Mediamarkt, so hier Alexanderplatz, Dicker. Du weißt, mit ganz Luz unterwegs. Ganz, ganz geschmeidig. Wir haben hier... Oh, guck mal. Single Barrel Jack Daniels. Sind wir schon da? Lassen wir noch ein bisschen fahren, oder? Wir sind noch, wir fahren doch. Ach so, okay. Hey, wo bist du denn eigentlich? Du hast dich aber noch nicht entschuldigt. Für? Dass du und Savas... Also du lässt mich ja nicht reden. Beerdigt, Dicker! Nein, das stimmt doch. Who the fuck? Warte doch mal. Sorry. Ja, genau. Mal, eigentlich will ich da gar nicht so viel drüber reden, weil das totaler Quatsch ist. Ach so. R&B ist nicht tot, das habe ich auch nie gesagt. Wir leben überall, wir sind Wasser. Na, pass auf. Wir sind wie Wasser, wir kolliden und wir geben den Strang an. Wir sind Spur. Okay. Voila! Ich schwöre auf Preußen! Okay. Pass auf. R&B, es gibt ja verschiedene... Rhythm and Blues. Es gibt ja, genau. Und das meinte ich ja nicht. Es gibt ja verschiedene Phasen von R&B. Ich muss ganz kurz... Sorry, Leute, ich hole ganz kurz Taschentuch. Einer schreibt, 2% seiner Energie und ich wäre Multimillionär. Also das muss man denen lassen. Aber ey, Leute, ohne Scheiß, ne? Nochmal ganz kurz auch zwischendurch. Ich habe vor 2-3 Monaten mal mit dem länger telefoniert. Der hat mich wirklich einfach aus dem Nichts angerufen. Und wir hatten uns seit diesem Interview nicht mehr gehört. Und echt cooles Telefonat gehabt. Der ist auch cool, halt eigentlich. Der ist sympathisch. Irgendwie hat der auch ein gutes Herz. Und eins muss ich wirklich sagen, bei Gott, er ist wirklich ein super talentierter Typ. Wenn er ins Studio geht, geht er einfach nur ans Mic und haut dir eine Topline rein. Das ist zu krank. Das muss man schon sagen. Auch wenn er hier irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, was es ist, warum der so ist. Ja, ich hätte einfach mit ihm über Penisse reden sollen. Dann wäre es wahrscheinlich besser geworden. Ruhiger so, ne? Der mit Manu Elsen, hör doch zu jetzt! Eine Sekunde, lass mich mal ausreden! Lach nicht, dieser! Guck mal, wie der auch selber lachen muss, der weiß. Guck mal, und ich hatte halt immer das Gefühl, er spielt das so ein bisschen. Er, ne, wie sagt man so? Er überdreht, aber er weiß so, er ist cool. Aber dann hatte ich noch zwischendurch das Gefühl, nee. Er weiß es halt nicht, er ist halt voll drauf. Drüber so, drüber. Na, du machst Dings an. Scheibe mich einmal, Bruce. Ich bin Bruce. Bruce ist, kann man nicht durcheinander bringen. Bruce ist bin immer ich Gott. Oder was? Du bist einer Gotte. Okay. Gotteheiter, Bruce. Okay. Ich weiß, ich meine. Amin, Bruce. Diese 2000 bis 2008, 2009 R&B-Club-Szene-Ding. 112. Was 2009? Dicker, wir haben. Nein, diese 80er, früher. Ja, aber schon, das ist eine andere R&B. Nein, Mann. Das ist. Was du meinst die Geschichte nicht. Club R&B. Du weißt die Geschichte nicht. Doch. You know nothing about ancient shit, man. You ain't know nothing, Jay. Da meinte ich Kanye. You ain't know. Nee, Sway. You ain't nothing about shit, Bruce. Ja, das ist eigentlich der Shit, den man ausschneiden muss. Sway, you don't know nothing. Black shit. Er muss direkt N-Word. Was ist dein Lieblings-R&B-Song? Jetzt spontan. Somebody rockin' knockin' the boots von H-Town. Sing den an. Somebody rockin' knockin' the boots. Bang, bing, bing, bang, bang, bang. Ich komm nicht mal von... I'm gonna rock your body, baby. Aber siehst du, das meinte ich nicht. Sowas meine ich nicht. Ich meinte diese ganze scheiß R&B 112, was weiß ich. Das diese ist aber, Club-R&B, ey, diese moderne... Kennst du Troop noch? Trooper, hier. Troop? Nein. Dicker, willst du mir jetzt anfangen mit irgendwelchen DJs? Du bist auch DJ. Nein, lass uns lieber über dich sprechen. Troop. Today. Bellbiff DeVoe. Another Bad Creation. Ja, Bellbiff DeVoe kenne ich gerade noch. Habe ich eine Platte. Poison. Bad Girl is Poison. Aber das war kein R&B. Also das, diese Bellbiff DeVoe Platte war Poison. Ah, Poison. That Girl is. Das war wie. Vibe, Girl, you got that vibe von Kelly. Wie heißt das denn nochmal? New Jack Swing war das. Das war. Da war mal die Vorstufe, dann wurden die später R&B, aber das war eigentlich, waren Bellbiff DeVoe ganz big in New Jack Swing. Das war die Zeit, die Ära komplett davor.
Aber das ist kein R&B. Willst du mich veräppeln? Der Wuss weiß nichts über... Das ist, you das know ist, das nothing, ist, bro! Ja, das ist, was ist das? New Jack Swing? Ach, oder? Guck mal, da wusste ich das sogar. Ich dachte, ich komme jetzt da nicht drauf, aber... Was ist das? Das ist trotzdem R&B. Ja, aber du das verstehst ist so, nicht. Würdest du mit Savas haben wir geredet. Über hör doch mal auf, Savas zu erwähnen! Ich kann nicht mehr, Alter. Synthetic, Bruder, danke für deinen Sub. Er erwähnt die ganze Zeit Zauberschule. Ich sag, ja, Dings. Ja. Diese kurze Phase des Club R&B. Ey, müssen wir gerade, ey, vergessene Welt, scheiß mal auf Savas jetzt gerade, das ist mein Interview. Warum musst du meinen Namen sagen? Warum musst du meinen Namen gesagt werden? Er hat doch Namen angefangen. Du hast doch angefangen, Digga. Ja, genau, diese Fan, diese, weißt du? Ich bin Fan, Digga. Ja, Digga, aber ich hab dir gesagt, Jay, ich sag dir, geht's gut, du bist hart Kondom. Das hier, ich hab dir gesagt, das ist hier kein Interview, das ist ein Fan-Treffen. Ich bin ein großer Fan von dir, das ja, aber weißt ich bin ein großer Fan von dir mit deswegen. Ja, aber jetzt kein Scheiß. Deswegen, ist doch so, ich spreche doch an, ich hab dich doch angesprochen, Digga. Das stimmt, aber ich hab das gerne angenommen. Im Prince Charles. Das stimmt, da kam irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, der kam zu mir, meinte, ich schneide deine Haare, ich bin Friseur. Und dann im Nachhinein machst du noch so Welle unterschwellig. So, es gibt so Leute, die morgen immer, die sind so Stresser, die sprechen mich immer an, aber ich will gar nicht stimmt mit denen sprechen. Gar nicht. So Quatsch, Alter, hab ich nie gesagt, Alter. Genau, diese Information hast du mir gegeben. Quatsch, Alter. Doch, wie Quatsch. Sagen. Ich spreche dich an. Ich spreche dich an, Papa. Yo, my lad. Yo, almost kiss you, man. Ja, das stimmt. Und dann in den Comments schreibt mir so, oh, was ist das für ein großer Schwuli? Sieht aus wie Dings. Was? Die kennen mich nicht! Ja, leider kennen die dich nicht. Oh Mann, jetzt habe ich voll die Probleme mit der Kamera. Was? Die kennen mich nicht! Von welcher Familie bist du? Ey, Land, der hat mich echt umgebracht. Ey, Leute, Alter, ich kann nicht mehr. Ey, heftig. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich will dich zum Singen bringen. Das ist der Hit von dir. Sing das doch mal. Nein, warum denn? Sing doch mal ein schönes Lied. Nein. Ey, was? Ey, ich bin kein Tanz. Du kannst doch nicht zu mir sagen. Der ist so. Ich bin auch kein Transpreuße, Dicker. Oder Transperser. Ich bitte den einfach nur mal seine krasse Stimme. Ich meine, worum geht's? Warum treffen wir uns? Er ist ein krasser Sänger. Ich mache Interviews. Wir treffen uns. Ich sage, sing dich. Er sagt, ich bin nicht ein Tanzbär. Alter, heftig, Alter, heftig. Ich weiß gar nicht, er hat auch irgendwie recht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich ihm gesagt habe, sing mal, ey. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung. Bin ich nicht. Aber ein du kannst, ey, wir machen ein Interview, warum soll ich denn anfangen zu singen? Singen hat was mit Gefühl zu tun. Das heißt, wenn ich Bock habe zu singen, wenn ich mich danach fühle, wenn ich wirklich die Welt umarmen möchte, dann singe ich. Und wenn du jetzt einfach sagst, du mir singst. Nein, ich meinte dieses Lied, was du angestimmt hast. Ich bin als Kleinstadtjunge groß geworden. Und damals schien mein Leben leicht. Bis ich merkte, dass es anders ist. Dass die Welt nicht fair ist. Und ich als Mensch nichts weiß. Außer Gott ist groß. Trotz Hungersnot. Ja! Yeah. Und Mauern in Berlin. Ah ja, ich erinnerte mich an den Song. Ich weiß, jetzt erinnere ich mich nicht mehr, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr. Wir sind in Berlin, yo. Ist das anders sein? Ja. Ey, guck mal, er ist dein Bester. Digga, ist dein Bester. Vielleicht. Boah, Alter. Guck mal, wie er vielleicht gesagt hat, der Rose ist ein guter Mann! Ja, Alter, ist der Beste. Weißt du, wer mir den diesen Song gezeigt hat? Kennst du Fieberglas? Weiß ich jetzt nicht auswendig, Alter. Durch gefiebertes Glas wringt sich ein Traum oder Illusion. Ist das auf Kontrast? Durch Liebe entlarvt. Nee, ist nicht auf Kontrast. Zeigt die Maschine keinen. Das Ding ist halt so. Leute, damit ihr es mal wisst, normalerweise habe ich die Auto-Interviews angefangen, ganz, ganz früher mit Schwester Eva, glaube ich, habe ich das erste Auto-Interview gemacht. Es hatte damit zu tun, dass ich keine Location hatte und es war arschkalt draußen und ich habe einfach gesagt, komm, wir setzen uns ins Auto. Dann sind wir gefahren. Das war so das erste Mal. Später habe ich es auch mit Bushido gemacht. Später habe ich Mr. King Mool, danke für dein Abo, Bro. Brudi, was ich sagen wollte ist, die Auto-Interviews haben sich später herausgestellt als irgendwie interessant, dass der Artist, oder gerade bei Rappern ist das ja so, dass sie sich aufs Fahren oder auf das ganze Ding und da passiert immer was und die Bewegung ist auch gut für den Zuschauer, ist nicht so langweilig wie am Tisch. Und dadurch konzentrieren sie sich auch so ein bisschen beim Fahren und können so ein bisschen aus sich herauskommen
und sind auch ein bisschen abgelenkt und konzentrieren sich nicht so auf ihren PR-Text oder auf diesen Kack, den die sich immer vorher überlegt haben. Das ist immer die Idee dahinter. Hier muss ich aber sagen, ich mach mal die Cam, glaube ich, hier hin, weil immer wenn das wechselt, seht ihr mich nicht mehr. Hier muss ich aber sagen, dass es so ist, ich fahre hier, ich konzentriere mich, er dreht sich zu mir, tippt mich die ganze Zeit an. Kennst du das Lied? Kennst du das Lied? Also vielleicht, ich will damit nur sagen, vielleicht kannte ich das, aber ich war völlig überfordert hier. Nutzen mehr. Im Datenstau sind wir verbannt zu ewigem Kollaps, der uns wahnsinnig macht, Filme. Und am Ende auslacht, das von, warum wollen von wir Album nicht ist hören? Das? Welche Album ist das? Die Zeichen sind da. Fieberglas. Album. EP. Kann ich nicht, ja. Ich im Kopf. Ich, also, aber du sagst, du bist Fan, das heißt, Fan kommt vor Fanatisch. Definitiv. Das heißt, du bist ja, Fanatisch. Du weißt, nein, wir sind gleichgesinnt. Ich, Fanatiker, weißt du, wo ich Perser, Fanatik bin? Ich bin auch Perser. Weißt du, wo ich Fanatik bin? Du bist Afrikaner, ich bin auch Afrikaner. Du bist Perser, ich bin Perser. Weißt lass du, uns mal lieber darüber sprechen, über Politik, diese. Ja, was lass uns ganz kurz nochmal. Ihr seid auch alle Perser. Chat, ihr seid Perser. Lass uns doch mal ganz kurz über Mucke reden, weil deine ja, Musik... Weil darum geht's bei dir. Darum das ist das Geile an dir. Perfekt. Habibi, links. Habibi, also einmal rum, dann links. Weißt du, wo ich noch Fanatik war auf deinen Dings? Geiler Typ. Schlag deine mich. Augen und hass Vorhaut mich. Auch ein bisschen, ne? Hass mich. Schlag mich. Wie ich immer versuche, den so auf Thema Musik zu bringen, sogar mit Singen. Ja, schlag mich tot. Nein, was immer schlag verlass mich. Mich. Achso, wenn der singt. Guck mal, wie der das immer dreht. Guck mal, wie der das dreht. Alter, was sagst du da, Alter? Schlag deine mich. Augen und hass Vorhaut mich. Auch ein bisschen, ne? Hass bin mich. Schlag mich. Ja, schlag mich tot. Nein, was immer schlag mich tot. Ich nein. Ich kann's nicht. Achso, singt, hass mich, schlag mich, dann ist es so, okay, hast jetzt mich. Feiern wir das. Nee. Wenn der schwarze Deutsche sich... Ich gehe schon einfach gar nicht mehr auf dieses ganze schwarze Ding ein, weil das einfach verrückt ist, der Typ, Alter. Oh. Nein, es geht. Verlass mich. Ja, versag weil du mich liebst, weil du mich liebst, ja. Weil du mich liebst. Aber es fängt an, schlag mich, hass mich, zerstör mich drastisch. Nutz mich aus, nutz verlass mich. Aus. Doch erzähl mir nicht, dass du mich liebst. Erzähl mir. Guck mal, wie der dazu sagt, da hast du gar keinen Bock mehr auf den Song, wie der dazu sagt. Verlass mich, dass du mich liebst, hast du mir ja? Ach du Kacke, heftig. Nicht, dass du schlag mich, liebst. Schlag mich tot. Gib mir schlag den Rest. Mich tot. Gib mir den Rest. Gib ja, mach den weiter. Rest. Ich weiß, ja, dir mach gefällt. Weiter. Ja, mach weiter. Ich weiß, dir gefällt. Ich sehe dir gefällt. Ich sehe dir gefällt, genau. Zeig mir, wozu du fähig bist. Fähig bist, genau. Denn es ist nicht mein Herz, das du brichst. Du zerstörst mich nicht. Warum singst du das nicht? Warum sing ich das? Ich kann's doch gar nicht. Doch, du bist die Sänger. Leute denken jetzt, Bruce hat die Fresse. Nein. Das stimmt. Die Royce Roses finden nicht alle geil. Ich bin nur hier, weil du gestern, sag du mal. Opportunist. Doch, bist du. Du bist ein Opportunist, aber das, ich feier das. Weil du hast, machst das mit gutem Herzen, weißt wie du? Kommst du her? Was also der ist auch so mies touchy, muss ich sagen. Ich bin auch immer so beeindruckt. Was jetzt damit zu tun? Böhmermann ist noch ein krasserer Opportunist. Ist doch egal, du bist halt Kapitalist. Ist doch in Ordnung. Weißt du, worum es geht? Du bist geht? BWLer. Und ganz einfach, du bist BWLer und die BWLer... Eine Sekunde, dann ja. Ich auch, lass mich ausreden! Ja. Ach du Kacke, Alter. Ah, ja. Ich wollte schon gerade sagen, was Flair gesagt hat. Dann hättest du mir aber direkt so BANG! Nein, alles so die Nase gebrochen voll. Du Fuck! Sag mal an. Bruce bricht Julian Williams die Nase. Ich hätte es auch stehen lassen. Deine ich schwöre dir. Ich hätte es stehen lassen. Nein, und hätte, ich hätte das genommen. On the arm. For the team. On the arm. Also, for the, ich hätte das genommen. Auf Nacken. Aber ich würde dich niemals nennen. Weißt du, wenn dann Leute aus Spaß, hier in Berlin heißt es so, sagt der, ja, wir nennen uns aus Spaß vor. In Frankfurt, Westdeutschland, wenn du mich eine Fuck nennst, sind erstmal Augen kaputt. Ich glaube, man muss sich dafür kennen, dann kann man das vielleicht machen. Nein, es geht nicht um mich, es geht einfach darum, ey, wenn die von Gangstershit sprechen, ich glaube, auch in Berlin ist das nicht so. Wäre ich einfach gegen Baum gefahren, dann wären wir beide aus der Nummer besser rausgekommen. Von Straßenshit sprechen. Ja. Schau mal. Nein, keine Musik. Stille alte Klingelton, ey, krass, den gibt's gar nicht mehr. Komm mal dran, bitte, geht dran, bitte. Ja. Lack, Bruder, du rufst ohne Nummer an. Ich bin mitten im Interview mit Julian Williams. Bruderherz, lass später diese Callen. Nee, mach doch, ist okay. Kein Problem. Ciao. Ja, normalerweise werden zum Beispiel solche Szenen würden auch rausgeschnitten, bei einer Was los, die veröffentlicht wird. Aber daran seht ihr halt, das ist eine Todes-Rough-Cut, wo ich einfach mal nur gucken wollte, können wir das Ding senden? Ist es zu retten? Aber da hat mir schon damals, ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, Phil oder Marc, einer der Cutter, hat mir dann mich angerufen damals und gesagt, also guck mal, ich habe jetzt das zusammengeschnitten, ich glaube nicht, dass du senden willst. Ruf
Und warum rufen die? Ey, du bist so schlag. Ey, in Hessen würde man sagen, du bist richtig schlagfertig, meine Lieben. Ich bin aus dem Ruhrgebiet, das ist bei uns. Ja, das ist wie Hessen. Ey, Hesse. Du, Fahrrad magst du richtig, oder? Ey, magst du richtig? Ja, klar, das ist. Hier, die Lahunder Boys magst du richtig. Die Lahunder Boys kenne ich halt. Manu wenig. Magst du richtig. Manu ist Brother. Dein Bruder Sinan magst du richtig. Ja, das ist ja Brother. Aber Manu. Du weißt, wie es ist, manchmal unter Brüdern. Yeah. Meine große Bruder? Ja. Yeah. Kann mein Leben bis immer. Was ist der Footballer, ne? Was hast du gesagt? Nein, Eishockeyspieler. Der erste Schwarze. Das habe ich jetzt gestern erfahren. Der erste schwarze deutsche Eishockeyspieler. Es gab natürlich viele andere neben mit ihm zusammen. Mario Gehrig, ein krasser Typ, und unter anderem. Grüße an LeRon und Mario Gehrig. Das könnte ich jetzt richtig aufregen und sagen. Nein, lass mal. Voila! Eieieiei, heftig, Alter, Dickerchen. Was soll sie? Lass mal die Leute in Ruhe, mach mal bitte. Sorry, das ist Rusli. Wir sind über Hasi und ich hab geschrien. Und der Typ guckt mich an, als würde mir gleich eine Ohrfeige geben wollen. Wegen dir, weil du disrespektest mich. Du disrespektest unsere Kunst. Aber es ist doch so. Du disrespektest unser Persien. Oh mein Gott. Wir sind übrigens hier in Kreuzberg. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich kann nicht mehr heftig. Das werdet ihr bereit? Du scheißt drauf, ey! Wie kann das sein? Wir sind die beste Sänger in der Welt! Wir haben die Eier! Du disrespektest uns! Ey, ihr wisst nicht, wie laut das in dem scheiß kleinen Car2Go ist, ne? Ihr wisst das nicht, ne? Ich sag euch. Bruder, beruhigt dich doch jetzt. Also, scheiß jetzt mal auf diese Sport. Die Kamera ein bisschen, ey. Ja, alles gut. Ich muss dich auch auftauen. Ja, alles gut. Wir müssen das Eis brechen. Weißt du, wir haben jetzt schon das Alkohol hier. Das ist natürlich kein Alkohol, Leute. Das, ja, das ist Zuckerwasser. Cola, ja. Aber muss alles. Cola. Das ist Tee. Tee, Wasser, Dings, Tee, ja, schwarzer Tee. Und ich find's auch scheiße, ganz ehrlich, weil dieses. Weißt du, es gibt. Meth. Kennst du Fitze? Das ist Meth Acting. Nicht Method. Das ist Meth Acting. Die größte Drogenmafia der Welt? Nee. Pfizer? Nee. Kannst du IG Farben? Ja, IG Farben. Hab ich schon mal gehört. Ja, also IG Farben. Bruder, das ist wirklich kein Spaß. Womit will er das jetzt vergleichen? Ich hoffe, ihr seid alle educated genug, dass ihr wisst, was das ist, IG Farben. Die haben ich weiß gar nicht, ob ich es hier auf Twitch sagen kann, ohne direkt gesperrt zu werden, weil die vielleicht das im falschen Hals kriegen. Die Firma IG Farben, es ist kein Spaß, die haben das Zyklon B Gas hergestellt, womit im Zweiten Weltkrieg, ihr wisst schon, was mit dem Gas passiert ist. So eine richtige, ja. Kannst du Bayer? Ja. Die größte Drogen. Aspirin. Xanax. Bayer. Ja, ich nehme nur Aspirin. Digga, ich hab dir was mitgebracht. Weißt du, wie ich. Er sagt so, ich hab dir was mit, aber ich so, boah, hoffentlich Aspirin. Ich, weißt du, so, ich freue mich ja echt mit meinen Leuten zu sprechen, weißt du, auch mit meinen Gleichgesinnten. Weißt du, Bruce sagt immer. Immer auch. Immer diese. Sagt, weißt du, ey, Ich bin ein Lise-Fan, weißt du, fanatisch. Ich mag auch diesen roten Faden, der dieses Interview hat. Der rote Faden ist, es gibt keinen roten Faden. Aber ich habe die. Du kennst diese alte Zeit. Ja! Du kannst. Entweder kannst du auch eine Ecstasy geben. Das ist Ecstasy? Krass. Leute, Alter. Kannst du haben? Boah, wie heißen die nochmal? Wie heißen die nochmal? Brause irgendwas? Alle wissen. In unserem Alter wissen alle. Damit sind wir zu Schule. Was unter alle? Wir sind junge. Ahoi Brause. Ich weiß nicht mehr, ob ich damit zur Schule gegangen bin, aber mit ähnlichen. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Firma war. Erwachsene, hör mal auf. Diese die fünf Jahre älteren sind, weißt du, Savage und Ennis und so, das sind alte Jungs. Das stimmt, die sind auf jeden Fall älter als wir. Die sind alt. Tu das mal hier hin. Die sind echt alt. Alles gut. Nee, sag mal eine Frage. Ist das tatsächlich nicht alles gut? Okay. Tu es so, Digga. Dann lass doch mal reden. Du lässt ja nicht reden. Ja. Lass den mal in Ruhe. Wenn ihr, einer schreibt jetzt, habt ihr den bei Instagram gefunden. Lass den jetzt in Ruhe, also schreibt den jetzt kein Kack da. Das ist scheiße. Wir gucken das jetzt nicht, weil ich den jetzt fertig machen will, sondern weil wir beide da halt super lustig bei wegkommen. Scheiße. Ich freue mich für dich. Ich habe dich gesehen. Ich bin auch gleichgesinnt dabei. Ich bin nicht fanatisch, aber ich finde es echt gut, was du machst. So, weißt du? Und dann muss ich mich ja natürlich auch noch entschuldigen, dass ich dich damals nicht. Weißt du, die Managerin hat gewusst, dass du blubberst. Und jetzt machst du diese große, diese. Weißt du, du bist, weißt du, ey, wahrscheinlich machst du für Persien irgendwann Milliarden. Und ich wünsche. Der kommt so mit Milliarden. Ich
dir. Weißt du, ich bin kein Gönner. Ich gönne dir gar nichts. Ich wünsche dir alles. Perfekt. Weil Gönnen kommt von mir, gehört alles. Du bist Freund von mir. Ich du kriegst. Okay. Aber alle anderen nicht, weil gönne ich dir. Okay. Weißt du, das ist Fußball, komischer Kopf für Fußball. Weißt du, kennst du hier Hannibal aus Nordi? Ja, klar. Kennst du von damals? Gestern interviewt. Von 439. Aber kennst du von damals? Ja. Kennst du Jesus? Ich hab deren allererstes Interview gemacht. Aber ist egal, was Erste. Nee, du bist so und so eine Erste, diese. Krass, wie die Kamera flackert. Das ist dieser GoPro-Nachbau von Rollei. Die hat mir aber wirklich sehr, also das ist eine Billo-Kamera, aber die hat mir sehr gute Dienste erwiesen. Wirklich, die hat länger gehalten als alle anderen teuren Marken. Aber, kennst du diese ganzen Jungs? Ja, natürlich. Gute Jungs. Kennst du Haftbefehl? Natürlich. Aber nicht so gut wie ich. Kennst du Frankfurt? Ich bin sehr gut. Aber nicht so gut wie ich. Kennst du? Vielleicht. Dicker, das ist meine Ecke. Der ist auf deinem Normalbaum drauf. Den habe ich damals, ohne Scheiß. Braun, lass uns gar nicht so drüber reden, weil das ist Familie. Also, weißt du, das ist so Familienbund, Frankfurt. Das ist, weißt du, eine Clique. Ja. Da gibt's kein Hate. Nur in Berlin gibt's Hate. Warum? Weil die Snap nicht mitbekommen haben. Da war die Mauer noch. I've got the power. So, das haben die nicht mitbekommen. Wow, Frankfurter Schule. Hier links. Switch so krass. Dieses na-na-na-na ist halt auch na-na-na-na, I got the power. Techno, geradeaus. Das ist Techno, Digga. Ein Turbo B. Ja, weißt du, was er jetzt macht? Was macht der? Sag mal. Ja, informier dich. Weiß ich wirklich nicht. Sag ja, mal. Ja, krasse Dinge. Turbo B, Snap. Ja. Schaut you euch don't an. Want that. I'm the lyrical Jesse James. Kennt ihr das? Kennt ihr das eigentlich? Ja, ne? Ist ein bisschen alt, aber... And you don't want that. And you don't want that. Ja, unsere Kindheit. Hört sich gut an. Also, du bist vor allem mein Rapper. Also vor allem so. Jetzt habe ich Dings gesehen von Song mit dir und Araf. War es Spaß oder war ja, halb Spaß, halb ernst. Aber bist du schlechter Rapper? Kannst du besser werden, weil rappen kann jeder. Ja, rappen kann jeder. Egal, also jeder kann es lernen. Hast, und du hast den Star-Modus. Wenn man ein bisschen Stimme hat, du so. Du hast den Star-Modus. Bruce. Singen kann nicht jeder. Das doch. Alles Bruce, tun. Bruce. Wenn ich nur halb so. Wie der immer ausrastet, ey. Du kackst auf uns Perser, Mann! Du kackst. Er sagt, du kackst auf uns Perser. Ist doch fertig. Der Typ ist doch von Remo, Alter. Auf uns Perser! Nein, nie mehr! Deshalb, dann hör doch auf! Du kannst singen. Die Sache ist es nur, man hat das verlernt. Man kann alles als Baby, Alter. Hör doch mal auf, Alter. Diese ganze oberflächliche BWL-Kacke hier links. Yui. Yui, auch geil, habe ich auch noch nie gehört. Habe ich gar nicht mich dran erinnern. Yui, was ist das denn? Sag mal, U-Turn oder so, aber Yui, auch geil. Sagst du, BWL-Kacke. Was hat das mit BWL-Kacke zu tun? Ich sag, ich kann nicht singen. Ja, das ist BWL-Kacke. Alter, Wust, krasser. Ich dachte, ich krieg dich hier mal. Guck mal. Oh, das ist ein Rottweiler, ihr seht sie gerade nicht. Guck mal, ich drehe um. Ich drehe hier um, alles gut, ich drehe hier um. Sind das Eulenköpfe? Sind das Eulenköpfe, die sind so süß. Eulenköpfe, Rottweiler. Hola. Nice dog, nice dog. Ocho. Wachanga. Alright. Alles gut. Bless. Ich zieh wieder Dings Bilder auf, weißt du? Ich wollte nur zeigen, weißt du, dass ich tatsächlich nur Cola trinke. Ja, ich guck nur ganz kurz, was geht hier unten. Und ich finde es halt, weißt du, auch, dass man sich so hart gönnt vor der Kamera, finde ich eigentlich auch richtig lächerlich, weißt du? Musst du ja nicht machen. Ich dachte... Alter, was musst du denn nachts nicht machen, wenn du arbeitest? Was musst du denn... Du weißt, du immer gleich mit der Hand, immer gleich die Perser dissen, Alter. Immer disst du mich. Weißt du, warum immer gleich, warum nicht vor deiner eigenen Tür kehren? Ey, Alter, wenn einer versteht diesen Teil, wenn das einer versteht, ne, dann bitte sagt mir, was er damit sagt, ehrlich. Das ist nicht eure Schrift. Du, eine vor dieselbe Tür, eigene Kühe kehren. Weil eigene Kühe besser schmecken. Immer kehren von eigenen Kühen. Hier. Hier ist das? Ja, Mann. Das fängt jetzt. Aber nicht in die Einfahrt. Nee, ich mach zurück. Wenn du parallel parken kannst. Ich mach hier zurück. Boah, Ruß macht Spaß. Weißt du, Ruß, ich habe... Hier kann man bauen, ne? Kennst du Raus? Kennst du, wenn du mit Menschen so sprechen? Gerne Perser. Der macht hier auch so ein bisschen den persischen Akzent, so Perser in Deutschland, so... Die sprechen ein bisschen so, aber nur im ersten Jahr. Ja. Also das Album ist das krasseste Album schlechthin. Also ich bin der erste R&B-Sänger hier in Deutschland. Also vor mir gab es niemand anderen, außer Edo. Ja, alle ohne Maske, sehr ungewohnt. Also ne? Dieses ganze, damit wir das einfach mal ein für alle Male aufhören. Mein Album ist das erste deutsche, schwarze deutsche R&B-Album, was es je hier in Deutschland gab. Leider kann man sich halt davon aber wenn du nichts leider kaufen, aber es ist so. Woher weißt du, was ich mir kaufen kann? Von diesem Status kann man sich halt leider nichts mehr kaufen. Das ist, du warst deiner Zeit ein bisschen zu voraus. Nee,
Eine Sekunde, darf ich kurz sagen, das ist eine Frechheit und ich fühle mich Ja, das stimmt, ich habe einiges an Gewicht zugelegt, besonders meinem Fettbauch, Alter. Nein, ich will einfach, dass du... Kann ich ausreden? Bitte. Die Sache ist, deine Auffassung von Erfolg ist nicht meine Auffassung. Du bist ein Individuum und ich bin ein Individuum. Natürlich. Sag mir nicht, was ich bin oder wie meine Tasche ist, weil dann wird's persönlich. Ernsthaft, wir reden doch Real Talk. Das ist Real Talk, das ist Real Nigga Spit, mein Nigga. Das ist Real Spit. Alter, ey. Jede Frage ist ein Front. Kannst aber nicht normal reden. Preußen Shit, mein Nigga. Okay. Weißt du, das ist Real Persian Urgent Shit. Nein, du hast mich falsch verstanden. Das meinte ich nicht damit. Ich will auch gar nicht wissen, was du da mit der Platte verdient hast oder nicht. Darum geht's nicht. Ich höre dich nur das sehr oft sagen und habe das Gefühl, dass du das oft sagst. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Mein erstes Video, ja. Sabrina Settler, Folge dem Stern. Weißt du, wie viel das gekostet hat von Thomas Jupp? Bestimmt 200.000 Mark. Ja, okay. Mein erstes Video, Dreckig und Tight. 150.000 Mark. Das waren alles 150.000 Mark Euro. Dings. Und lass uns doch mal gleich Klartext und Real Spit machen. So. Real lass talk. Mich doch mal sagen, was ich überhaupt sagen wollte. Du weißt gar nicht, du unterbrichst mich. Du meinst, du weißt es besser, aber du bist ich weiß gar nichts besser. OG. Ich weiß gar nichts besser. Ich vermute nur, dass du das Gefühl hast, von der Szene nicht genügend. Richtig. Das, genau. Richtig. Also genau. Dann liege ich doch richtig. Ja. Solltest du vielleicht auch. Ja, immer wenn ich fast richtig liege, dann dreht er wieder voll am Rad. Und das stimmt. Ich habe, als die Kellnerin da kam, hatte ich, glaube ich, ganz kurz so ein Cringe-Gefühl. Ich habe gehofft, dass sie schnell weggeht. Immer zu sagen, ich war das Erste. Die Ersten sollten die mir mein Geld bezahlen. Und die das aufhören sagst mich du auch oft. Wer muss sich damit zahlen? Das ist dein Film, Alter. Wenn dir Savas erzählt irgendwas, das ist dein Film. Wer zahlt dich denn für was nicht? Also ich weiß, dass du... Kann ich aussprechen? Lass mich doch mal was sagen. Okay. Ich weiß, du, der spricht ich seit 2 Stunden und sagt zu mir, kann ich mal aussprechen. Landi, hast du ausgesprochen. Nein, er hat das nicht bei Davut gesagt, er hat das bei dem Kollegen von, der ist da nicht mehr auch, bei Baxman war ein Kollege kurze Zeit, der hat das sagt. Weißt du, was du sagen das ist übrigens, du hör weißt, zu, also, Dicker, ich kenne dich ja nicht seit das ist Mürre, ne? Ja, alles gut. Hör zu, Dicker, wir wissen alle, ich weiß nicht, wie offiziell man das sagen kann, aber hinter ganz großen Hooks, Gesanglines, Platinlines, bla bla bla, steckst du. Ja, ich höre dir zu. Bei Materia hast du viele Dinger gemacht. Bei, man weiß es, bei Peter Fox, ja. Steckst du dahinter und dahinter viele... Also kein Spaß, ne? Also viele, viele Hits von Peter Fox, also alles, eigentlich viele Sachen, die ihr kennt, ist seine Stimme auch. Doubled er die oder ist er immer dabei gewesen, also hat auch dafür Platinplatten bekommen. Wie gesagt, ist, was das angeht, ein ganz großer. Echo, Lines. Das sind jetzt nur die großen Sachen, die ich gesagt habe, jetzt verkaufst du dich nicht. Aber wie, ich verkaufe dich nicht? Nein, ich... Boah, Digga, Alter, du bist echt anstrengend, Alter. Genau. Ja, da ist der Moment, wo ich nicht mehr konnte. Da war wirklich der Moment, wo ich dachte, Lan, Alter, ich spreche doch schon für dich. Ich pack doch schon Props für dich aus. Ich sag doch schon, du bist der Krasseste. Tamam, du bist wirklich der King. Wie, ich bin der King. Was, ich bin King. So, weißt du, so kam der. Das sagen alle über mich. Nicht verkaufst, nicht. Ich habe gesagt, verkaufstechnisch. Weil ich weiß, was ich tue. Nein, du hörst nur, was du hören willst. Was willst du mir vom Verkaufen erzählen? Ey, komm erst mal auf mein Level und erzähl mir, was von Verkaufen. Ich habe nie von deinem Verkauf geredet. Das ist gerade das, was du dir eingebildet hast. Nein. Ich habe gesagt... Du bist BWLer. Nein, ich bin überhaupt kein BWLer. Es gibt nichts, was ich mehr hasse. Du hast studiert. Ja, Kommunikationswissenschaft. Das ist BWL. Im weitesten Sinn ist das BWL. Und ihr meint, ihr... Das ist so richtig geil so. Das sind Leute, die kein Abitur machen, aber Abiturleuten erzählen, ja, Abitur macht dich nicht schlau. Ich war auf der Realschule. Du bist Perser wie ich, und erzählst mir was davon. Erzähl dir gar nichts. Was die alten du hörst nur nicht, was ich rede. Aber ich du weiß, hörst nur, was du hören willst. Richtig, du ja auch. Nein. Du sagst ja auch nur das, was du willst. Nein. Du bist Kapitalist. Du bist BWLer. Nee, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert. Ja, du bist Kapitalist. Hä? Ja, du bist BWLer. Digga, hat mich echt... Naja, als er mich angerufen hat, haben wir über das Video nicht mehr geredet. Ach, so alt, das alte Kamellen. Wir kommen nicht zum Punkt, wir drehen uns. Werd nicht böse. Wir drehen uns nur. Ja, dann ich sage was. Dir gerade, ich weiß, du hast gewisse Sachen, das weiß man in der Öffentlichkeit nicht so krass, weil du da nicht... Weil Leute wie diese Menschen, diese Protagonisten... Aber du hast doch dein Money von... Materia schreibt extra bei Facebook, extra danke Money, Julian Williams. Du bekommst dein Money da, du hast deine Props bekommen. Okay, du bist nicht als Solokünstler da oben, aber... Yo, Roos. Aber das ist ja dein Ding. Roos. Wer konkret zahlt denn nicht deinen Hack? Ach so, du hast schon das Interview gestern gesehen.
Ich weiß noch, was du sagst, aber das ist das sagst du noch nicht gestern beim... Okay, wenn du mir sagst, guck mal, wenn beim Interview... Oh, Richard verschenkt schon wieder 5 Abonnten. Sagst du ja immer, mal, sagst mal, ganz du einfach, das habe ich doch gestern schon gesagt, weißt du, und dann heißt es, ich habe Wort... Also wenn er sagt gestern, dann war er gerade beim Backspin-Interview. Da, das ist dieses legendäre, mein Name ist 3 Millionen Euro wert oder 6 Millionen Interview. Nicht umsonst giltst du auch unter den Künstlern, man weiß, Julian, verrückter Typ. Nicht managed. Shoutout auch an 630 Zuschauer. Ich glaube, wir haben einen Rekord. Shoutout an euch alle. Weihnachten, Julian Williams. Ihr seid doch alle am Arsch, Alter. Ihr habt doch alle kein Leben, Alter. Jeder Manager hat schon gesagt, Mann, ich hab's versucht. Welcher Manager? Jeder Manager. Hör mal auf, Alter. You're dissing me, bro. I'm not dissing you, I'm loving you. Nothing about hip-hop. Sollen wir das Interview mit ihm und Backspin nachher auch nochmal gucken? You dissing me, yo. Du weißt, you dissing nicht, Bruder. Yo, my Persian brother, you dissing me, man. You dissing me, man, really. Ey, ich würde dir gerne mein, ich würde dir alles, was ich habe, geben, ach, um so singen zu können wie du. Und dann würde ich damit der größte Sänger der Welt werden. Ach so, genau. Deswegen würdest du deine Digga, ich dachte... Ich würde dir alles geben, was ich habe. Meine kleine Größe, meine Haare würde ich dir geben. Also du würdest tatsächlich... Gib mir nur deine Stimme, dann bin ich weg. Ich verlasse deutschen Hip-Hop. Ganz genau. Ich schwör's so. Könnte ich so singen wie der, ich würde nicht twitchen. Ich würde mit The Weeknd abhängen. Der größte Sänger der Welt wäre ich dann. Weil es natürlich eine Sache ist, guck mal, George Lucas hat einmal gesagt, Filme machen ist eine Sache, Filme verkaufen ist eine andere. Ja. Das ist das Ding. Das ist wirklich super, das Ding, Songs, ne? Super Songs schreiben, super Songs machen, singen. Ey, du weißt nicht, du ganz bist ehrlich, der Beste. Ganz ehrlich, alles gut. Butter bei der Fisch, ja, Butter bei der Fisch, ja. Mach mal aus dem Auge, linke Auge, hast du noch Schlaf, war gestern. Nein, Bruder, ich habe noch keinen. Hast du noch? Hab ich? Ja. Ich war gerade fett. Denkst du, warum? Ich habe keinen Grund, dich anzulügen, ich kenne dich gar nicht, Dicker. Wir haben heute zum ersten Mal reden wir heute. Ja, okay. Verarschen die Leute nicht. Von Freunde, von wir sind Freunde. Ich hab dich angesprochen. Ich bin in den Club gekommen, es war voll, du bist Star-Modus. Weißt du? Hör auf, Dicker. Ich will was für Star-Modus. Du hast immer noch im Auge. Ja, ist doch scheißegal. Scheiß drauf. Ich hab auch so ein Video, wo es im Auge habe. Ich find's aber, weißt du, im Nachhinein, ja, ich achte halt auf Kleinigkeiten. Und darum geht's. Du hast noch Schlaf im Auge. Auch ein geiler Diss eigentlich. Darum, um was es geht. Die Essenz. Nicht um diesen ganzen Hype, diese ganze Akademiker-Kacke. Richtig schreiben, dies, das. Erzähl mal irgendwas davon, irgendjemanden von den Stolpersteinen. Die interessiert das nicht. Die wollen im Endeffekt wissen, was Sache ist. So. Und wenn Herr Kraft, der diese Organisation mit gegründet hat, etwas erzählt, dann macht das Sinn. Dann ist das basierend auf Fundus, den es gibt, der Wahrheit. Also wenn ihr meine Augen seht, dann wisst ihr, da, dass ich da ausgeschaltet bin. Also dass ich höre da gar nicht mehr zu. Ich weiß gar nicht mehr, also ich habe den Faden gerade verloren. Beinhaltet. Und darum geht es bei mir in der Musik. Ich mache zeitlose Musik schon seit 20 Jahren. Ich bin mittlerweile auf 100 Alben drauf. Ich bin der Vater, der Prototyp dieses deutschen R&B. Hier noch die R&Bs. Kamera eingestellt. Guck mal, easy, weißt du? Und R&B kommt natürlich dann auch aus, ich meine, du hast mir gesagt, so, ja, alles Amerika damals. Weißt du noch? Alles ist Amerika. Das war Spaß von dir, weißt du? Aber das ist deine, ja. das war so dein Schnack, so. Die Sache ist, ja, mein Vater ist Afroamerikaner. Und wenn du damit ein Problem hast oder denkst, dass meine Familie irgendwelche oder irgendwas sind, dann hast du dich geschnitten. Ganz einfach. So. Und das muss jeder wissen. So, als ob ich sowas denken würde oder sagen würde. Der, was redet denn da überhaupt? Das ist natürlich vollkommener Quatsch, was du da sagst. Nee, aber du lässt mich nicht aussprechen. Würde ich denken oder sagen. Das sind so Sachen, die du dir so einbildest, Digga. Oder von den Leuten. Ich bin aber ein bisschen stolz auf mich, dass ich das doch noch so gesagt habe. Allermeistens bei so einer Situation sage ich einfach immer nur, und denke mir dann später so, oh mein Gott, Alter. Niemals würde ich doch sagen, irgendwas jetzt, ist. Jetzt stellst du dich über mich, Bruce. Eine Sekunde. Du sagst, ich hätte gesagt oder ich würde denken, deine Familie ist irgendwie minderwertig oder so. Oder hast du gerade gesagt. Ich würde niemals sagen. Nein, habe ich die genannt, die R&B beerdigt haben. Auf live vor der Kamera in deiner Show, du und Savas haben gesagt, R&B ist tot. Und wir haben damit natürlich R&B beerdigt, weil Savas und ich haben natürlich so eine Power, dass wir, wenn wir sagen, R&B ist tot, wir das beerdigen. Der ist da ein bisschen... Die habe ich genannt. Ich habe mich entschuldigt bei dir. Und andersrum möchte ich immer noch eine Entschuldigung von dir dafür, dass du mich nicht ernst nimmst. Das stimmt überhaupt gar nicht, Mann. Julian, guck mal, du mischst alles miteinander, Dicker. Genau, und so reden diese Jungs, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will.
Digga, das stimmt nicht. Du weißt nicht, was ich von dir denke, du, weil doch, du nicht du fragst. Hast es gezeigt. Nein, du fragst nicht. Nein, du gehst immer in einer bestimmten Annahme. Damals, als du einen Haarschnitt von mir wolltest. Ich werde das Interview posten, beziehungsweise... Dieses Haarschnitt-Video, pass auf, ich sag dir das. Lass mir das für die Leute sagen, die das nicht mitbekommen haben. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass mein Lieblingssänger irgendwie gar nicht mehr singt, sondern als Haarschnitt, als warte doch mal, als Friseur in New York unterwegs oder so ähnlich. Ich habe das nur mitgekommen. Ja. Dann habe ich... Dein Kaffee? Ja, das ist deiner, das ist meiner. Dann habe ich aus Spaß geschrieben, ey, ich würde am liebsten meine Haare schneiden lassen von Julian Williams. Das ist so... Ja, eine Haare und ich hätte es gemacht. Es wäre eine Frechheit von mir, dass ich sage, also ne, das zu verlangen. Es war einfach nur ein Spaß-Ding. Nee, gerne, umsonst. Alles cool. Also nur damit du weißt. Alter. Alter. Überhaupt kein... Kein umsonst, sondern gucken wir weiter. Kriegst du, ist so. Ja, so läuft es bei mir. Ich küsse doch dein Twitch. Ey Leute, an alle, die BWL studieren, brecht lieber ab. Ich will nur sagen, es war... Digga, ich hab mir den Namen erschnitten auf Biggies Blog, direkt gegenüber von der Moschee. Zwischen auf Fulton, Bed-Stuy, Fort Greene, Brooklyn, da wo Biggie und Talib Kweli und alle Leute her, wo die Pink Apartments, wo Jay-Z, wo die ganze Leute rum, da habe ich mir einen Namen erschnitten. Sag mal bitte ganz kurz, welchen? Erschnitten. Aber er war wirklich jahrelang da und hat als Friseur gearbeitet. Das ist kein Spaß. Also Barber. Wirklich krass. Also das finde ich cool. Ich würde auch mal gerne ein paar Jahre in New York leben. Stadtteil ist das? Brooklyn. Okay. Bed-Stuy, okay. Brooklyn. Da, wo Biggie herkommt. St. James, da ist er geboren. Alles gut. 223, glaube ich, ist weiß der. Ich weiß, dass du es nicht weißt. Wieso hat der Tapes auf seinen Fingernägel? Das ist mir noch nie aufgefallen. Weiß nicht so genau, okay. Aber die Sache ist, ich habe mir einen Namen erschnitten. Als Deutscher habe ich mir dort einen Namen erschnitten. Ich habe den Schlüssel zu der Stadt, Digga, ich weiß. Ich war bei Biggies Geburt schon dabei. Yo, I got the shit, I got the spice. Ganz ehrlich, ich hab den. Und es gibt viele andere Leute, die den haben. Ich bin nur ein kleines Rädchen im großen Rad. Und du bist auch ein Rädchen. Ich will deine Größe nicht beschreiben. Weil du beschreibst meine Größe die ganze Zeit. Du beschreibst meinen Erfolg für die Leute da draußen, die keinen Plan haben von Erfolg. Die haben keinen Plan von Erfolg. Du redest von Relevanz. Ich hab nie von Relevanz geredet. Von dir habe ich das zum ersten Mal gehört und mich angegriffen gefühlt. Von Relevanz. Was habe ich gesagt? Weil du sagst, etwas, was verkauft, ist relevant und etwas, was nicht verkauft, in Anführungsstrichen, ist nicht relevant. Eine Sekunde, jetzt bin ich fertig. Ja. Die Sache ist einfach, du weißt gar nicht, was ich verkauft habe. Und du weißt nicht, was ich wert bin. Du weißt nicht, dass meine Marke über 6 Millionen Euro wert ist. Und ich rede, darüber können wir gleich reden. Nee, ich rede jetzt gerade darüber. Okay, wie kommst du auf so einen Wert? Welche Marke? Küsse mach! Das ist so geil. Das ist das Beste. MD11, danke für dein Sub, mein Lieber. Ey, guck mal, das ist so geil. Das ging ja auch dann rum. Das haben viele dann in der Szene so gesprochen. Check mal bitte. Nicht, was ich wert bin. Du weißt nicht, dass meine Marke über 6 Millionen Euro wert ist. Er sagt, meine Marke ist 6 Millionen Euro wert. Ich meine, und dann frage ich natürlich, okay, von mir aus, auf Daphnis, aber wie kommst du auf diesen Wert? Das wüsste ich halt gerne. Und ich rede, darüber können wir gleich reden. Ich rede jetzt gerade darüber. Okay, wie kommst du auf so einen Wert? Welche Marke? Dein Namen? Was ist das? Ey, der rastet richtig aus, als ob ich ihn beleidigt hätte. Marke, erzähl okay, das stimmt, mal. Wir sind in Deutschland, okay. Also. Wie bemisst man das? Erklär mir das wie ein Idioten. Ich dachte, du bist BWL. Ich erklär's dir, wie ein Idiot, okay? Ja, ganz einfach. So, ich habe mit 17 meinen ersten Deal unterschrieben. Ja. Dazu wurde ich aus meinem Militärdienst, beziehungsweise aus meinem Militärverweigerungsdienst rausgekauft. Für viele tausende Mark. Damit ich meinen Deal unterschreiben kann und auf Touren gehen kann mit Leuten, die dann die Stars werden. Wie Xavier Naidoo zum Beispiel. Ja, oder süß auch, wie er sagt, ach, wir sind in Deutschland. Ja, nicht so wie bei Flair. Ach, jetzt muss ich denen das erstmal erklären. Militärverweigerungsdienst rausgekauft. Für viele tausende Mark. Damit ich meinen Deal unterschreiben kann und auf Touren gehen kann mit Leuten, die dann die Stars werden. Wie Xavier Naidoo zum Beispiel. Ja, oder Moses hat dich geholt. Moses Pelham. Richtig, ich war bei 3P, aber genau. Das wissen ja alle. Ja, ja, gut. Und wenn sie es nicht wissen, müssen sie sich informieren. Die Sache ist, ich muss nichts erklären. Ich bin nicht hier, um Sachen zu erklären, ich bin hier, um meine Platte vorzustellen. Vergessene Welt. Und anscheinend ist es vergessen gegangen, weil die Sache ist, niemand weiß, mein altes Buschel, Mike. Wie krass ich bin. Ey, guck mal, die Sache ist, ich muss nicht mit dem SL rumfahren. Das ist nicht alles. Hör mir zu. Ich muss nicht mit dem SL rumfahren und ich muss auch nicht die Welle machen und mich aufpumpen, weil ich zu lange dabei bin. Ich war 17 Jahre alt, wo ich mein erstes Album geschrieben und produziert habe. Ich habe gesehen, wie es ist, wenn Leute von einem, in Anführungsstrichen, für die BWLer, von einem Niemand zu einem Rockstar werden. Tausende, hunderte Male habe ich das gesehen. Es gibt guck mal,
wir reden ja hier Tacheles. Und prove me wrong, people. Sagt mir, dass es Unrecht ist, beziehungsweise schreibt es in die Comments. 82 Millionen Deutsche. Ja. Davon sind 2000 Künstler. Weiß ich nicht. Ja, erste Liga. Na, ich weiß es. Okay, ja, okay. Ich bin alte Schule, ich sag dir nicht, ich bin OG und der Doktor in dem Scheiß, ohne dass ich es bin. Ich bin das. Du kannst mir nichts erzählen. Und ich möchte auch nichts hören. Die Sache ist einfach, du weißt weder. Weil er hat BWL zum Hund gemacht, das stimmt. Der hat BWL seine Ehre genommen. Keiner kann jetzt mehr erzählen, er macht BWL, ohne sich zu schämen. Wo ich herkomme, außer in Frankfurt, noch meine Familie, und unterbrich mich nicht, weil das ist nicht negativ, ich fühle dich nicht angegriffen, weil ich mag dich. So, weißt du, das will ich mir das gar nicht angucken. Das will ich, keine Ahnung, teilweise, ich habe, glaube ich, die letzten 3-4 Monate bestimmt 5, 6, 7 Stunden mit dir mich befasst. Das ist viel Zeit aus meiner Zeit. Meine Zeit kostet Geld. Geld, was du nicht hast. Was du auch bisher noch nicht verdient hast. Das kennst du gar nicht, das Geld. Ja, okay. Weiß nicht, was das jetzt für zur Sache ist irgendwie. Was ich wert bin. Und ich rede jetzt mal zurück zu mir und wie ich da stehe. Ich habe meinen ersten Deal unterschrieben mit 17. Mhm. Da gab es einen Vorschuss von, sagen wir mal, um die 100.000 Mark. Ja. Davon musste ich kein Album bezahlen. So, eine Sekunde. Mein Album erscheint genau 2001, wo das Internet und das Downloading beginnt. Und die Trennung von Xavier, beziehungsweise von Xavier und Moses und die schwarze Liste von Moses. Weil Moses, was heißt schwierige Zeit? Was für eine schwierige Zeit? Nein, du sagst, eine Sekunde, lass mich doch aussprechen. Ich rede doch die ganze Zeit. Die Sache ist so. Ja, du redest die ganze Zeit, das ist ja das Thema. Also was er gesagt hat, ist nicht falsch, ist sogar ganz richtig. Ich sag ihm dann auch, ja, das war eine schwierige Zeit zum Releasen. Dann aber kontert er wieder. Eigentlich er kontert, wenn man, das ist so ein Typ, wenn man sagt, ey, du siehst voll gut aus. Ey, was, ich sehe gut aus. Was für, ich sehe gut aus, du kapierst das nicht. Es war andere Zeiten. So, was? Ich gebe dir doch nur Props. Du redest von schwieriger Zeit, aber das war die. Ich dachte, du willst das beschreiben gerade. Du unterbrichst mich die ganze Zeit. Du hörst mich an wie Flair. Das ist so geil, Alter. Der auch eigentlich eine coole Sau ist, aber der hat mich auch damals gedisst, zum Beispiel. Wenn ich schon Flair sage, muss ich auch sagen, der hat meinen Schein. Es gibt, glaube ich, keine Folge, in der ich jemals weniger geredet habe als hier. Und der sagt die ganze Zeit, lass mich ausreden. Oh Mann. Ja, aber ich glaube auch, also dass der mich mag, glaube ich auch. Ich mach den ja auch. Also das ist schon okay, aber ist halt ein bisschen drüber so halt. Ne? Der hat versucht. Der ist halt Klaus Kinski des R&Bs. Versucht, mich aus der Reserve zu locken. Und ich habe angerufen, Dicker, hast du ein Problem? Wir können das. Ich habe hier 2 Straßen weiter bei der Melli und beim Savage gesessen. Habe Melli gefragt, hatte den Song gehört. Was für ein Witz, Alter. Und jetzt bin ich hier bei Melli. Das ist so ein krasser Zufall gerade. Cringe. Gehört, dass da Namen erwähnt wurden. Das war so die 1-2 Tage, also derselbe Tag, als es passiert ist. So. Ich habe ihn angerufen, Melli hat mir die Nummer gegeben, ich habe einen Riesenhals. Ja. Und damals war ich 17. Weißt du, der erzählt, Leute abstechen. Weißt du, ich wurde abgestochen. Okay, krass. Ey, aber ich muss doch nicht auf Fälle machen, Digga, ich bin Baba. Digga, nee, ohne, du lachst. Du lachst. Ich lach nicht, I'm not fucking joking, bro. Ich bin Baba. Bro, das ist not no, ich lach nicht über no was passiert game, ist, no? Sondern wie du es präsentierst. Das ist kein Spiel, ja, aber ich manchmal weiß ich, das manchmal Spiel weiß ich Dicker. Einfach nicht. Ich bin auf der Straße, auf dem Fahrrad. Da, ich sehe deine Fans, ich rede mit den ganzen Leuten. Die haben alle deine Meinung. So, die haben alle deine Meinung. Ja. Mag sein, ja, weiß ich nicht. Aber die Sache, die sind 16, die haben keinen Plan. Und ich sage nichts gegen 16-Jährige, weil 16-Jährige feiern die. Alle in Bad Nauheim, meine 16-Jährigen, 17-Jährigen, 20-Jährigen, 25, das sind alles geile Leute, so, weißt du? Die sind anders wie aus Westdeutschland. Und die lassen sich auch nur bedingt fernsteuern. Die wollen halt einfach, dass du nach Bad Nauheim kommst, nach Friedberg kommst, da wo ich geboren bin. Die wollen dich dort sehen. Die wollen sehen, wie du drauf bist. Und die Sache ist, wenn du als erwachsener Mann vor denen stehst und so tust, als wärst du es, dann tun die auch im Nachhinein so, als wären sie so wie du. Und wenn du es dann auch noch begründest mit Religion und Politik, dann werden die ganz schnell wie du. Die Sache ist, die kaufen diese Platten, bis sie 18 sind und dann fangen sie an, Rock zu hören. Und der schönste Sommer war halt Lieblingslied. Das war halt ihr schöner Sommer oder Vergiss mich oder Weil du mich liebst oder Three Shot, ja. Meine Produzentenplatte.
Ich meine, die Leute da draußen, ihr wisst nicht, dass es Three Shot. Ich habe eine Produzentenplatte gemacht für den Frieden im deutschen Rap. Wenn ich damals auf den Hip-Hop-Open da gewesen wäre, als diesen Stress zwischen Azad und Sido und Sido gab, ich bin 2 Minuten zu spät gekommen. Die haben mich alle aus dem Auge. Harry guckt mich an, so Kopf auf dem Boden. Sido hat irgendwas im Gesicht gehabt. Alper sitzt im Auto, die sind rausgefahren, direkt nachdem es passiert ist. Wenn ich da gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Es wäre nicht passiert, ich weiß das. Ich habe mich damals auf dem Hip-Hop-Open mit Savas, das ist kein Spaß. Savas ruft mich an, ich habe Angst. Ich sage, weißt du, die wollen mich alle schlagen, Afrop und Sammy und so. Natürlich haben die es nicht gemacht, aber im Endeffekt habe ich mich gerade gemacht, weil ich die alle kenne. Mhm. Weißt du, du musst überlegen, ich habe diesen Jungen in meine erste Single reingebracht. Ich habe diese Menschen bezahlt. Ich habe keinen Pfennig für meine Features bekommen. Ich habe keinen Recognition dafür bekommen, dass Optik Boom copywritten von mir ist. Ich habe gesagt, Optik Boom, weißt du, von Zelda, nicht von Zelda, von wie heißt sie? Oh, ja, boom. Sonic Boom, Street Fighter. Von Street Fighter? Street Fighter. Sonic Boom. Sonic Boom, genau. Das könnten wir ja mal Mel fragen. Mel! Wir fragen jetzt, wer Optik Boom erfunden hat. Hat eine krasse Wendung jetzt der Geschichte hier. Glaub's mir einfach. Ja, ich glaube, du sollst es hier sagen. Mel hat gesagt, das ist tatsächlich Julian. Er sagt von Street Fighter, von Sonic Boom. Nee, ich so weiß nicht, Move. Aber wir haben den Song gemacht damals. Optik, tick, 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 boom. Optik, tick, tick, ja, boom. Und das war Julian auf jeden Fall. Boah. Yes, sir. Krass, okay, danke schön. Krass, ey, Leute, das wusste ich ehrlich nicht. Okay, haben wir noch was Krasses gelernt, Alter. Ja, vielleicht ist es wirklich ein Problem, dass er mit sehr, sehr jungen Jahren, wie er sagt, mit 16 wurde er gefunden, gesigned und so. Dass er dann so abkackt, Alter, dann später. Das war natürlich. Schau mal, dieser mit dem Geil. Käse. Captain Geil oder. Nee, das war mit dem Irokäse. Sonic Boom! Yeah, yeah. Sonic Boom ist Captain Ghoul. Ghoul oder Geil hieß er. Ghoul oder Geil. Wie auch immer. Ja, ja. Naja, aber die Sache ist. Typ da, der wurde gespielt von Van Damme in dem Film. Ich diese türkische Flagge. Ja. Dieses Video Stimmt. habe ich konzipiert. Digga, die deutsche Flagge habe ich, ein schwarzer Deutscher, auf ja. diese Karte dreckig, hier in Deutschland. Dreckig, krass, ja? Wusste ich nicht. Dreckig blicken, du zerreißt mich. Und du zeigst dich auf die Weise, die mich gleich ist. Das war mein Cousin, Cuddy. Den hab ich nie, ah, krass. Nie mehr gesehen, übrigens. Schade. Der hat eine Platte gemacht. Ich hab immer gedacht, das wärst du, übrigens. Und wer hat uns alle gesagt, ey, wir haben eine Platte. Dieses fertig Spielverderber. Geht jetzt auf YouTube. Spielverderber ist die krasseste Platte. Das ist 2006. Das habe ich alles produziert mit meinen Jungs zusammen aus der City. Meinem Cousin, dem Junes, DJ J-Bounce. Digga, wir sind zu lange dabei. Und das ich glaube, J-Love hat auch Flair erfunden. So, wenn Flair hat alles erfunden, aber Jay war noch ein bisschen darauf. Junge Jungs, die habe ich mich einfach angenommen. Stimmt, damals hast du ein Video gemacht, das aber war was auch ich sagen viel will, Aber was ich sagen will, ich habe nichts bekommen für irgendwas, was ich für Savas gemacht habe. Ich habe keinen Pfennig bekommen. Ach, okay. Jetzt verstehe ich deinen Hate auf SAV. Weil er auch sagt, ich habe Optik erfunden, ich habe das, ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich habe ihn Mark bezahlt, ich habe die Melli reingenommen und mein Bezug war Melli. Nein, nein, also Krachbar Kako schreibt, ich glaube, Savas ist privat sehr eklig. Nein, 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 das kann ich auf jeden Fall wirklich, wirklich, bei Gott, ist kein Schleimtalk oder so. Ich kenne Savas mittlerweile sehr lange und ich würde sagen, auch ganz genug, ganz gut privat. Zumindest habe ich irgendwie gemeinsame Freunde, die ihn auch nochmal im Privaten mehr kennen, als er, das kann nicht wahr sein. Also nicht zu mir, nicht, also es gibt auch keine Geschichten, die es gibt, so, wo der eklig war zu Leuten. Das stimmt nicht. Was kann ich mit dem? Ich kann mit dem nichts anfangen, ganz ehrlich. Und sagen, es tut mir leid, dass ich dich so vom Bus fahren muss. Und es mir auch scheißegal, was passiert. Es ist nicht persönlich, sondern es ist einfach, du musst damit klarkommen, dass du Scheiße gebaut hast. Ganz einfach. Du hast Scheiße gebaut. Und ich will auch nicht reden. Es gibt nichts zu reden mehr. Die Sache ist, es ist alles gut. Es ist Peace. Ich bin immer in Frieden gekommen. Du weißt, wer ich bin, Digga. I'm your homie. I'm your. You know that. You told me you love me, but you don't love me. That's some bullshit. Die Sache ist, du tötest R&B und sagst, du weißt ganz genau, wer ich bin. Du hast mir gesagt, alle Sänger rappen besser als Rapper. Na klar, natürlich. Ich habe die Rap-Gangschaltung, wo ich herkomme, und ich habe die Sänger. Nein, nein, entschuldige, ich muss kurz stoppen. Hier schreibt jemand, zu einem Journalisten wäre ich jetzt auch nicht eklig. Erstmal bin ich ja kein Journalist in dem Sinne. Ich war immer mehr mit den Leuten privat als journalistisch und ich berichte auch nicht Scheiß, den ich erfahre. Sondern nur was losfolgen, Talks. Also ich gehe nicht hin, erfahre was, mache daraus die News. Ne? Ich bin dementsprechend kein Journalist. Aber das kann ich auch aushebeln eigentlich. Genug Rapper sind extra scheiße. Stratosphäre. Okay. Und das ist nicht gegen ihn. Ey, alles schön und gut. Die sollen doch ihre Dinge machen. Aber die Sache ist,
mach mir meinen Arbeitsplatz nicht, bepiss mir meinen Arbeitsplatz nicht, weil dann wird's, dann fickst du mein Geld. Du fickst mein Geld. Und da hört Spaß auf bei Geld. Und deswegen sage ich das. Ich habe nicht ohne Grund gesagt, ich habe 20 Jahre die Fresse gehalten. Wenn ich möchte, mache ich eine Rap-Platte und dann müssen die danach aufhören. Das ist doch jetzt nach Casey Rebel so und so schon vorbei. Ennis kann einpacken. Der muss doch jetzt schon allen sein. Der muss doch jetzt Kodos sein. Der muss doch Kodonasig zeigen. Das ist vorbei, Dicker. Ennis, ohne Scheiß, ist vorbei. Entweder du siehst ein, dass... Krass, der hat schon vorausgesagt, dass bei Ennis vorbei ist, 3 Jahre zuvor. Aber gut, der hatte auch schon da Insider-Infos und er wusste damals schon viel. Uns an den Tisch setzen müssen und wir nochmal reden müssen. Oder, und ich will eigentlich auch gar nicht reden. Das ist ein Faktum. Ich will gar nicht reden. Nein, guck mal, es geht um mein Interview. Das ist mein Interview und gerne kannst du... Ja, aber worum geht es gerade? Du musst ja ein bisschen ich habe einen Strang. Ja, wenn die den Faden verloren haben draußen, ist mir doch egal. Ich bin nur hier für meine Gleichgesinnten. Ich bin nicht hier für dich. Aber dann kannst du deinen Blog machen. Wofür brauchst du mich dann? Naja, du hast mich gestern oder du musst doch einen Strang rufen. Du wolltest mich behalten. Du hast die Platte gehört. Du musst, ja. Lass mich doch ganz. Und was sagst du? Lass doch mal ein. Boah, Dickerl. Wow, jetzt bin ich gleich sauer. Okay, mach weiter. So, ja, echt. Willkommen to his world. So. Ja, und wieder disst du mich, aber okay. His mind. Crazy Beautiful Mind. Kennst du den Film Beautiful Mind? Das ist echt krass. A Beautiful Mind. Ja, you have. Super Film, A Beautiful Mind mit Russell Crowe. Beautiful Mind, den Film A Beautiful Mind, den Film mit Russell Crowe. Dicker, ich bin Hollywood verstrahlt, natürlich. Ja, dann ich kenne die alle, die Filme. Bin ich crazy? Bist du 23? Hast du die Bücher gelesen? Nee. Hast du die verbotenen Bücher gelesen? Dicker, ich habe mit 17 angefangen. Dicker, ich komm von der DNA. Dicker, ich komme von der. Wir haben diesen Waschlappen. Ja. Der Waschlappen, dieser Stoff aus dem Waschlappen, der da ist, das sind wir. Das ist unsere DNA. Das ist no joke, Mann. Das ist kein Spaß. Wir gönnen uns hart schon seit 20 Jahren. Und hier geht es nicht um Geld. Jetzt geht es ums Geld. Verstehst du? Jetzt, wo irgendwelche Leute erzählen, uns gab es nie. Fick das. Deine Kamera ist ausgegangen. Ja, aber die andere läuft ja weiter. Lass mich 2 Minuten den Akku wechseln. Yes, Freunde, kurz Akku gewechselt. Da sind wir wieder. Ich glaube auch der Ton vom Mike war aus. Junge, Emil, was geht? Auf der neuen Platte ist auch Material drauf. Das war irgendwie ganz klar, oder? Weil ihr so eng zusammenarbeitet auch. Naja, es fing an bei Peter Fox. Pierre rief mich an, da lief ich gerade Richtung, ich kam vom Einkaufen, glaube ich, kurz vor einer Schießerei. Die Straße runter auf Grand. Okay. Real drauf? Ja. Okay, krass. Und hat gemeint, ey, ich habe jetzt 3 Sänger, beobachtet 3 Sänger. Jetzt wird ein bisschen anstrengend. Ich glaube, mein Mic ist ausgegangen, Akku. Jetzt wird ein bisschen anstrengend. Ich mache eine Platte und du bist einer von denen. Kann man sagen, wen noch? Kannst du dir vorstellen, ja. Xavier und der gute, beide gut, aber der gute, der hat jetzt hier die Wohlheide voll gemacht. So ein Eritrea, krasser Dude, Singer-Songwriter. Ja. Du Blut ist voll, warum weinst du denn so? Du hast es so gefallen. Der hat es gesagt. Ja, cool. Hier von DJ Thompson, kennst du noch von damals? In Stuttgart? Ja, ich weiß nicht. Simi ist dein Bruder, kennst du? Ich habe auch im Kopf diesen Song, das ist ja die Dings von Pharrell, die ein bisschen Verarschung davon. Nicht Verarschung. Also so ein bisschen. Ein Remake. Und das war cool. Weißt du, und das ist auch das Problem in der Hip-Hop-Industrie hier. Wir verarschen die Legenden. Meinst du tatsächlich, ganz ehrlich, das war oft, nicht off the record, aber ich sag dir was. Meinst du tatsächlich, wenn die Amis uns verstehen würden, uns Deutsche, und wirklich sich interessieren würden, das Land, guck mal, Deutschland passt in Texas 3-mal rein, 2-mal. Bestimmt, ja. Wenn die sich wirklich interessieren würden, guck mal, kein Ami, den ich kenne, ich bin ein halber Ami, sagt irgendwas Schlechtes über Deutschland oder irgendein anderes Land. Aber andersrum, wenn die wissen würden, die haben uns befreit hier. Wir sind nur hier, weil die Engländer, die Franzosen und die Alliierten uns befreit haben. Boah. Okay? Wenn die wissen würden, wie wir abkommen. Und ich bin keinesfalls Trumpner. Niemals. Aber er hat recht, wenn er sagt, es gibt Länder, auf die wir aufpassen, die auf uns scheißen. Das gib uns unser Geld, eine Sekunde. Nee, ich möchte einfach zu Ende sprechen. Das ist scheiße. Du gibst dich auf ein Feld, Digga. Ach so, die lachen in dem Video. Ja. Ich guck die ganze Zeit hier nach unten, weil ich mir die Kommentare durchlese, ne? Nur nicht, dass ich denke, ich guck das gerade nicht. Weil es mein Ernst ist, Dicker. Weißt du, du nimmst mich nicht ernst. Aber ich es ist in Ordnung. Ernst, aber es ist in Ordnung. Ja. Ich bin Trendsetter und ich schreibe aus der Zukunft. Ich bin aus der Zukunft, Dicker.
Ich schreibe das selber zu. Kommt. Das wird irgendwann, wenn wir hier sitzen und, weißt du, also als Sänger und als Schreiber. Das wird eine schöne Zeit sein, weißt du? Bist du wirklich aus der Zukunft? Als andere. Als Produzent auch. Du hörst meine Produktion und findest sie geil. Was heißt eigentlich? Alle haben Bock, wir haben. Ja, das, ist, das hast du auch produziert, das heißt. Randale und Krawall. Sag doch mal eben zu diesem. Von dem Materia-Song. Was sind, heißt produziert? Es sind Bestandteile zu einem Hit. Ja. Ich weiß, wie ein Hit geschrieben wird, weil ich das mit den, meinen Doktor drin mit den Crowds. Es ist doch scheißegal. Guck mal, die Crowds sind ein krasses Produzententeam und die haben die Platte von Martin mit Martin zusammen produziert, Materia. Das ist ganz klar, aber ich war bei der ganzen Produktion dabei und habe meinen. Musikalischen Input und Gespür da reingegeben und habe inspiriert. Ja. Ganz einfach. Ja. Und das habe ich bei ganz vielen Sachen. Söhne Mannheims damals, die erste Platte. Da läuft so im Hintergrund einfach geile türkische Mucke. Lass mich mal was sagen. Ich weiß. Lass mich mal was sagen. Du denkst immer. Also du bist nein, du sagst mir, was ich denke. Ich denke ja, erstmal gar nichts. Ich sag bin erstmal frei und offen. Du denkst, für alles. Und das weiß ich, dass du das denkst, weil du das tausendmal sagst. Nein. Wenn du sagst, guck mal, du sagst es ja. Deswegen weiß ich, dass du das ja denkst. Nein. Du denkst immer, alle denken das Schlechte von das dir. Das ist reversible. Du weißt zum Beispiel. Dicker, das ist reversible. Ja, lass mich mal reversible Psychologie. Ja, alles gut. Und das ist was zur Hölle ist reversible Psychologie? Das hat er sich ausgedacht, oder? Das hat sich so krass ausgedacht. Ey, was der Mensch kann, reversible Psychologie. Ey, dieses so. NLP-Shit, Dicker. Lass mich doch mal ausschalten. NLP anfängt, schießen wir auf das. Ganz ja, einfach. NLP hat ganz einfach. Wir schießen da drauf. Ja, lass mich mal. Du denkst, oder ich. Weil ich zuerst geschossen habe. Lass mich doch mal sagen. Ich so sag sieht dir, das aus, Dicker. Die meisten Leute. Und das ist, die, ey, die meisten so Leute. So Texte schreibe ich. Ja. Dicker, ich bin Künstler, ich kann das. Ich komme nicht durch, ja. Weil ich Metaphern kenne. Weil ich weiß, okay. Wie Metaphern funktionieren. Weil ich weiß, okay. Wie ich Wort benutze. Ich bin der Doktor in dem Scheiß. Okay, ja, für mich in meiner hab Welt. Ich dir nicht als Individuum. Doch. Wenn ich hab dir gesagt, du sagst du ich hab. Okay, Google, was ist reversible Psychologie? Laut Wikipedia, in den 1940er Jahren wies der Entwicklungspsychologe Jean Piaget der Erkenntnis und Vorstellung der physikalischen Reversibilität eine wichtige Rolle in der geistigen Entwicklung des Kindes zu. Das hat doch einfach nichts damit zu tun gehabt, was er jetzt gesagt hat, oder? Das ist einfach nur so eine Worthülse, die man sich so gemerkt hat. Achso, das haben wir schon gesehen, aber gut, lass mal weiterlaufen, weil ich weiß nicht mehr, ab wann der Ton weg war, sorry. Lass mich mal reversible aussprechen. Psychologie, ja, alles gut. Und das ist das Einzige, was der Mensch kann, reversible Psychologie. Dieses NLP. NLP. Shit, Dicker. Lass mich doch mal aussprechen. NLP anfängt, schießen wir auf das. Ja, ganz einfach. NLP hat ganz einfach. Wir schießen da drauf. Ja, lass mich mal was. Du denkst. Oh, schaut mal bitte hier rechts. An den erinnere ich mich sogar noch. Ich glaube, ich habe ihn nach dem Interview eine kurze Unterhaltung mit ihm gehabt. Dieses Bein, der hat da so ein komplettes Roboterbein-Dings, ne? Sehr interessant. Eine interessante Geschichte auch. Oder ich. Weil ich sag erst geschossen. Lass mich doch mal sagen. Ich so sag sieht dir, das aus, Dicker. Die meisten Leute. Und das ist, ey, die meisten so Leute. Texte so Texte schreibe ich. Ja. Dicker, ich bin Künstler, ich kann das sagen, weil ich Metaphern kenne. Weil ich weiß, okay. Wie Metaphern funktionieren. Weil ich okay. Weiß, wie ich Wort benutze. Ich bin der Doktor in dem Scheiß. Okay, ja, das für mich in meiner hab Welt. Ich dir nicht als Individuum. Doch. Wenn ich dir gestern sag's, ich hab gestern Abend, ganzen Abend Musik von dir gehört. Zusammen mit meinem Homeboy Chefcat. Kennst du ihn? Weißt du, was er mir gesagt hat? Mann, Alter. Lass mich so sagen. Lass mich wie so sagen. Kennst du ihn? Alter, ich bin sauer deswegen. Natürlich weiß der ich flippt voll aus auf, kennst du ihn? Also da wäre doch ein normales, ja klar, auch gut. Kennst, aber... Aber du machst so Filme, Alter. Ja, lass mich sagen. Er hat zum Beispiel gesagt, Alter, Digga, ich hab Chef auf die Karte, ja, bevor ja, der... Oh, aber er hat zu mir gesagt, er ist großer Fan von dir und der beste Sänger. Ich hab bei Visavi gesessen, ja, in dem Interview, wo ich will alle nur lachen, sagen, das ist total langweilig, der Typ ist total durch. Alles, was ich gehört habe, alle Kommentare, Mann. Ich weiß, dass wir das geschrieben haben. Als ob du... Ich lese nie Kommentare. Ich lese alle Kommentare. Ich will dir nur sagen, du denkst immer, alle reden Scheiß oder verrücktes Zeug über dich. Nein, das nein, du nicht. Sagst mir, was ich die denke. Die meisten Leute du sagst sagen mir, was ich denke. Digga, hör auf damit. Du kannst sagst, mir nicht sagen, du sagst was ich jedem, denke. Was er denkt. Du sagst doch... Also, wow. Das fühlt sich so an, wie wenn ich mich mit meiner Ex-Freundin gestritten habe. Ich schwör's euch, so hörte sich das auch immer so an. Ja, aber du sagst doch, was ich denke. Ja, aber du denkst, was ich glaube, ist denken. Ich denke darüber, aber so glauben. Ich, genau das hatte ich immer mit meiner Ex. Auch immer über alle möglichen Leute. Dicker, weil ich dabei war von Anfang an. Mann, ich bin hier Mann, dabei. Ey, Leute, der schreit. Und ihr wisst nicht, diese Café-Leute, die um uns herum saßen, ne, die haben alle gedacht so, ey, Alter, es ist völlig psych. Als ich da war. Ich bin hier Faktum. Dabei und höre, was du Faktum. Sagst. Faktum, hör doch mal auf. Das war, ey, Dicker, die waren nicht da. Guck mal bitte, der Mitarbeiter, der kommt jetzt raus. Die gab's nicht. Und ich höre doch, was du sagst und was du denkst. Die gab's aber nicht. Die gab's aber einfach nicht. Die war nicht da. Ey, Chef hat so gut über dich ich geredet. Ich war 17. Ich rede nicht von Chef. Ach so. Von wem? Diese reversible Psychologie. Ich habe ihn auf jeden Fall reversibilisiert.
Alter, wie ein Deutscher, Alter. Du bist so ein richtig BWLer-Sch. Natürlich. So guck mal, er war. Scheiße, Digga, aber du bist Perser. Ey, bitte, echt? Guck mal, was er sagt. Ey, bitte, bitte. Er sagt, du bist wie so ein Deutscher. Richtige Nazi-Scheiße. Weil ich ihm sage. Oh mein Gott, ey, heftig. Was du sagst. Faktum, hör doch mal auf, das war, ey, Digga, die war nicht da. Die ich, gab's nicht. Und ich höre doch, was du sagst und was du denkst. Die gab's aber nicht, die gab's aber einfach nicht, die war nicht da. Ey, Chef hat so gut über dich geredet. Ich war 17, Digga, ich rede nicht von Chef. Ach so, von wem redest du? Diese reversible Psychologie, Alter, wie ein Deutscher, Alter. Du bist so ein richtig BWLer-Sch. Natürlich. So Nazi-Scheiße, Digga, aber du bist. Ich glaube, er hätte fast das Wort gesagt, das mit der Wachtel, ihr wisst schon. Das reimt sich auf Wachtel. Wie ich. So, mit Nazi nichts. Was er labert, Alter. Julian. Alter. Was hat das aber mit Nazi zu tun? Ja? Sorry. Easy, Mann. Ja, sorry. Easy. Weißt du, die Palästinenser müssen mich hier runterbringen. Die haben richtig, richtig, richtig Rachen. Und der, ein Palästinenser ohne Bein, der im Krieg sein Bein verloren hat, sagt mir langsam, hier in Berlin auf der Görlitzer Straße, Dicker, so läuft das. Ja, das war der Typ mit der krassen Geschichte so. Er sagt zu ihm, Julian, etwas langsam, ruhiger. Typ kommt aus dem Krieg und sagt zu ihm, ruhiger, Jani, das musst du mal dir reingeben. Das ist kein Spaß, Bruce, Alter, was redest du, Mann? Ich wollte dir nur was Gutes sagen, aber du nimmst, du sagst mir nur gute Dinge. Er kann halt keine Liebe annehmen, glaube ich. Das größte Problem, was du hast, Dicker, du sagst kannst nichts Dinge. Gutes annehmen. Du sagst mir von meinem Problem, ich habe noch nie was von deinem Problem erzählt. Aber ich kenne dich länger als du mich, du bist schon länger auf der Karte. Meinst du, ich kann nicht ganz einfach, ich bin seit 2 Jahren auf der Karte. Real Rap Shit, mein Psychogramm über dich, mein Psychogramm über dich, bitte. Ich kann dich lyrisch. Ja, ich kann aber lyrisch bin But ich. But you can't lyrically. Ja, aber ich bin kein Sänger. Wenn du rappst, bist du gegen mich? Mini G. Bin auch kein I'm Rapper. The OG. Dicky. I'm the O. Ja. Ich habe natürlich einen riesen Fehler gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob er Chefgeld kennt. Danach ist vorbei. Für mich bist du ja schon seit 20 Jahren auf der Karte. Ich bin ja seit, du kennst mich ja vielleicht seit 2 Jahren oder so. Also jetzt ich kenne dich, ich kenne dich über guck mal, ja. Aktiv. So, ich meine, dass man weiß, wer ich bin. Ich meine, ich kenne dich ja zwei Generationen einfach. Du warst am Start, du hast dein Geld für bezahlt. Dank dir. Ja, tatsächlich. Ja, danke. Damals gab es dieses Gäste. Und wenn du dein Geld zurückhaben möchtest, ich gib's dir sofort. Weil du mir von meiner Tasche erzählt. Weil du mir davon erzählst, dass ich kein Geld hätte. Guck mal, die Sache ist, es könnte ja durchaus so sein. Aber nochmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Marktwert hat was mit Invest zu tun. In mich wurde investiert. Ja. Vor langer Zeit, bevor du überhaupt irgendwie darüber nachgedacht hast, warst du noch in ganz anderen Gefilden, im Techno und bei der Graffiti. Digga, da war ich schon über mega Superstar. Ja, aber da komme ich her. Das habe ich doch auch gerade gesagt. Ich kenne dich halt länger, habe ich mir gesagt. Ich kenne ihn länger, daher kann ich ihn besser einschätzen als er mich. 19, Digga. Ich bin auf jeden Fall lost. Seht ihr das? Ich hab so komplett aufgegeben. Digga, kennst du die Leute? Ich hab komplett aufgegeben. Ich hab nicht mal mehr Bock nachzudenken, wer Söhne Mannheim sind. Das ist mein Mentor, Digga. Mann, Alter. Hast du schon mal einen Song für Sale geschrieben? Mit ihm zusammen. Welche? Stilles Labyrinth. Babylon, die Große wird fallen. Die Wölfin verliert ihre Zähne und Krallen. Sei bereit, deine Fäuste zu ballen. Die Größte fällt am tiefsten von allen. Niemand kümmert es. Genug, um es zu sehen. So Zeug. Müsst ihr anhören, alter Fieberglas. Damals die Songs hier, Wahrheit vom Herzen. Geprägt vom Leben und der Schmerzen. Komm mit mir. Komm mit mir. Alter, das ist so... Alter, ich bin der Vater von diese Drake. Auf Deutsch. Wenn du aufhören würdest, das immer zu sagen, würde ich dich vielleicht noch ein ganzes Stück mehr lieben. Egal, was, ja, ich habe hier komplett aufgegeben, sieht man, ne? Ich liebe dich auch, aber es ist mir egal, warum du mir weniger Liebe geben willst. Mir egal. Ich bin nicht weniger. Ja, weil er halt immer so krasse Sachen sagt. Ich bin krasser als Drake und so. Oder ich bin mit Drake. Ich hab noch gar nicht angefangen. Das nervt aber. Ich hab mich vorhin angefangen. Ich sag dir, du bist der Beste, aber du redest von Nerven. Du redest von Nerven. Ich hab mir boah, ich höre, wie mich dieser Streit ankotzt, weil das mich so an so trotzige Verhalten mit Ex-Freundin-Situationen. Du sagst was, die sagt was, du willst es nur gut meinen, dann versteht die dich extra falsch oder du, die, bla, dies, das. Nur hör auf, das zu sagen. Ich weiß, du bist der Beste. Hör auf, das zu sagen. Nee, wir sind alle die Besten, das vergisst du. Genau das ist nein, aber Problem. Du weißt das ist doch, was ich meine, Problem. Weißt du, da sagt mein noch sagen, dieser Vater du hast mich, aber du hast mich unterdrückt in der Schule, deshalb, weil du mich unterdrückt hast in der Schule. Du hast mich unterdrückt. Er sagt, du hast mich unterdrückt in der Schule.
Als ich 17 war, habe ich Abitur gemacht, das ist scheiß Arab, 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 dies, das. Du hast mich unterdrückt. Und meine Leute, nur weil ich... Krass, wie mutig ich auch mit kurzer Hose und noch on Lack unterwegs. Weiß, dass mein Opa sich stark gemacht hat für die Leute, die in unsere Stadt gekommen sind. Und weil ich weiß, da haben ganze Familien zu siebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, ohne fließend Wasser. Boah, wie ich komplett aufgegeben habe. Guck mal, die Körpersprache, er, Körpersprache, hier mit seinem muskulösen Arm immer in meine Richtung. So, guck mal, er blickt komplett, guckt mich komplett an, analysiert meinen Körper, Kopf, alles. Und ich, Hand auf Bauch, in Sitz. Meine Körperhaltung sagt komplett Richtung, guck mal, wo ich hinschaue. Also jeder halbwegs normale, wie sagt man, Profiler würde sagen, Jani Roos, du wolltest in dieser Situation nur noch weg. Nicht die, die mich bespuckt haben. Weil es gibt nämlich diese Leute, die kommen aus dem Iran, aus dem Afghanistan, das sind Doktoren. Digga, wir reden hier von der alten Welt. Verstehst du? Ey, das ist kein Spaß hier. Das ist kein, weißt du, und wenn die nicht wissen, was ich erzähle, ist mir doch egal. Hauptsache ich bin fresh, cool. Hab meinen Thymian, hab meine Cola. Den Thymian am Start, die Cola und es ist alles Jackass, Alter. Weißt du, es ist alles Hollywood, so, weißt du, es ist richtig München. München, Minga. Verstehst du? Du bist da noch nicht bereit für. Aber du hast das Zeug dazu, Homie. Ich wüsste gerne, ich trinke ja keinen Alkohol, du weißt ja, ich nehme keine Drogen und so. Ja, ich weiß, ich sag dir nur, ich ja auch nicht. Guck mal, der tut so, als wäre es echt Alkohol und Kiffen. Nein, ich weder nämlich Drogen, gar nicht. Aber ich wünschte einmal also in meinem Leben, wäre ich mal besoffen mit dir. Du machst keinen Sex, hast du Freunde? Würde mir den Shit reinziehen. Ja, warum fragst du so einen Shit? Ach so, jetzt willst du wie PA Sports jetzt so machen. Ey, der fragt, hast du eine Freundin? Ich sag, warum fragst du so einen Scheiß? Und dann sagt er, jetzt willst du wie PA. Hä? Ich war völlig lost, also wirklich, ich sitze da ja nur noch, bis das die Kamera ausgeht und ich sagen kann, Akku ist leer. Ich frage nur, warum mit PA Sports, Grüße an dieser Stelle, krasses Interview, aber so, du hast mich verloren bei Hass. Homie, du hast mich sofort verloren, du hast, also du redest davon, Religion, dies, das. Das hat Religion mit Freunden zu tun. Genau, sprich mich nicht darauf an. Ich rede gerade mit PA, yo. Er meint, er redet gerade mit PA. Auch, nicht im Kurvenstar, kennst du Kurvenstar noch von früher? Yeah. Kurvenstar, Dicker. Ja, das ist die erste Location hier in Berlin. Also so ich weiß, dass hier... Oh, hey, Mann. Dicker, da hat Illvibe aufgelegt. Kennst du Illvibe überhaupt? Ja, kennst du die Crowds, Jungs? Ja, warum hast du nie ein Interview mit Peter Vogt gemacht? Peter würde ich total gerne machen, aber ich glaube, die sind nicht so down damit. Natürlich sind die down dafür. Ich habe keinen Kontakt zu dem. Vielleicht kannst du ja einen Kontakt herstellen. Aber das ist das, cool? Was ich tue. Bist du cool mit Peter Vogt? Seid ihr noch in Kontakt? Nein. Natürlich, ich bin in Kontakt mit den ganzen Leuten. Sogar diese Leute, wo du denkst, dass ich die disse, das sind meine Jungs. Und versteh mich nicht falsch, politisch, wer AfD wählt, auch aus Spaß, ist gegen alles, für was ich stehe. Ja, das ist natürlich, da hat er was Gutes gesagt, auch aus Spaß. Aber, also völlige Frechheit, dass das überhaupt ein Spaß sein kann. So eine Scheiße macht man auch nicht mehr zum Spaß. Aber, gerade schreibt jemand, was habt ihr, danach war der Haupt... danach haben wir uns relativ schnell getrennt. Ich habe Auto genommen und Salam Aleikum und mach's gut, Leute. Lass mich aussprechen. Da kannst du auch nicht mal einen Joke drüber machen, weil wenn ich bei deiner Hochzeit war und gesungen habe, umsonst, ja. Ich mache Hochzeiten nicht. Und weißt du, was ich chargen kann bei einer Hochzeit? Bis zu 30, 40, 50, 100.000 kann ich zahlen. Ich habe noch nie in einer Hochzeit gesungen. Nicht wissentlich. Du und ich singe Traum, dass du zu meiner Hochzeit kommst. Doch, ich habe bei Kostas Schwester, weil er mich angerufen hat, habe ich bei Ilmatics Schwester hab ich gesungen. Das stimmt. So. Das wäre mein Traum, aber ich würde dich nicht fragen. Aber dann mache ich das bei Freundschaft, aus Freundschaft. Weil wenn du wüsstest, ob du dann auftauchst oder nicht. Die ganze Zeit dazwischen. Die Sache ist, wenn du mir... ich weiß gar nicht. Ich werde völlig lost. Bist du am neuen Material Mohammed zu schauen? Wäre geil. Es hat jetzt eine Stunde etwa, also das ist ja geschnitten, ne? Dazwischen gab es ja auch Pause, aber es hat circa eine Stunde gedauert, dass er mal langsam runterkommt. Das heißt, im Prinzip hätte ich mich eigentlich mit ihm treffen müssen zum Essen oder so. 2 Stunden diskutieren, anschreien, alles. Und dann hätte ich die Kamera angemacht. Dann wäre wahrscheinlich ein besseres Ding rausgekommen für ihn. Hab mich richtig enttäuscht, weißt du? Der hat jetzt den Diamantlümmel. Und ich kannte ihn auch vor Peter Fox nicht. Ich war damals auf einem Hip-Hop-Event in Hannover, habe ich Savas hingefahren. Weiß ich noch, da könnte der gewesen sein. Auf jeden Fall war der gute Specs. War da, ich glaube, der hat das moderiert, Specs.
Leute, Mädels und Jungs, da draußen Spex. S-P-E-X. Nicht das Spex-Magazin mit A-X, A-X. Aber Spex. Ich habe ja, also, weil du die bist Leute arrogant, doch Geld. Leider schwul. Ach so, ich bin schwul. Ja, nein, das ist dieses Sauerschlein. Guck mal, ich bin erwachsen. Kennst du nicht mehr? Ja, genau. Und das sind so Sachen. Pass mal auf, ich bin in meinem, guck mal. Guck mal, ne? Hab ich da irgendwas gesagt? Das triggert in ihm die Assoziation. Das ist so bei ihm so krasse Assoziationsketten. Kennst du nicht die Sauerschlein? Darf ich? Wollte dir gerade was erzählen. Also, nein, du willst immer direkt alles am persönlichen nehmen und so. Ich möchte dir etwas erzählen von mir. Ich höre dir voll. Interview, schön, du mir Fragen stellst. Zu, ja, okay, du stellst mir Fragen und ich... Ich stelle dir keine erzählen. Fragen. Du stellst dir selbst Fragen, die du dann okay, selbst beantwortest. Aber ich möchte Informationen. So ist das. Bitte. Ich habe eine gute Idee und hoffentlich kann ich sie jetzt wieder so in den Strang bringen. Ich hoffe. Auf... Wie ich einfach gar keinen Nerv mehr habe. Guck mal. Auf Persisch. Persisch auch, aber ich... Genau, jetzt Wortfindungsstörung. Ich könnte ja auf Englisch jetzt losfließen. So. Kommst du eigentlich auf dieses Wortfindungsstörung? Das war im Comment gestern. Grüße an dich. Wir haben uns auch auf Facebook haben wir uns angenommen. Ja. Ich verstehe das auch, weil die Leute wissen nicht, was da noch hinten... Fuck it, ey. Das ist gar kein Problem. Rede, mach dein Ding, ich höre dich. Das finde ich oberflächlich. Und meine Leute, meine Familie sind... Ich meine, theoretisch hat das, wenn du auf die Uhr guckst, hier... wie lange geht das Ding... hier steht ja die Gesamtzeit, ne? Eine Stunde elf geht das Ding, also so lang war das jetzt auch nicht, aber ich habe schon irgendwann ab drei Viertel wirklich gedacht, das können wir nie releasen. Das hat nichts mit Oberfläche zu tun. Wir sind richtige Versager, Loser. Und ich rede nicht von meinen Leuten, aber wir haben... Ja, dieses immer super nahe kommen, ist auch ein bisschen nervig. Immer laut in mein Gehirn reinschreien. Wir sind nur am Verlieren. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Mein Vater ist tot. Mein Opa ist tot. Mein Opa mütterlicher. Hast du schon gesagt, ich weiß genau. Ja. Ich habe keine Probleme. Ja, aber diese haben wir auch alle. Also. Naja, aber dann Demut ist es doch. Das hat doch Xavier damals gesagt. So, weißt du? Jetzt kommst du. Auch krass, dass das Xavier ja auch eher, wie er auch eigentlich. Nur er ist mir noch ein bisschen sympathischer irgendwie, aber Xavier ist ja völlig auch durch. Film. Das ist alles, weißt du, so, es gibt einen coolen, für mich einer der krassesten Menschen, die hat mein Cousin mir vor ihm erzählt, Dick Gregory. Mhm. It's all a game. Ich habe einfach kein Gehirn mehr, ne? Nee, der hat keine Fahne gehabt, der war, das stinkt nicht oder sowas, also, der war ganz normal. Volga-Deutscher, Dankeschön, mein Lieber. Er bringt es auf den Punkt, weißt du, Black Power doesn't mean we against white people, but white supremacy, white power means we against everything. Menschenfeinde. Diese Milliarden hast du nicht. Ja. Diese Milliarden hat niemand. Es gibt schon gar eine Sekunde. Ja. Bad Homburg. Ja, Bad Homburg. Ja. Doch. Also laut Ding noch 5 Minuten geht das Ding. Bitte lass uns das noch durchziehen. Ich kann nicht mehr. Danach muss ich jetzt mal einen Kaffee holen. In der Umlaufbahn von Frankfurt. Ja, diese Kurort kann ich Bad Homburg. Nein. Ist das diese Kurort? Ich komme, also ich bin in einem Kurort aufgewachsen. Und wie gesagt, wenn dann Leute sagen, wie damals so, bei dir sieht's aus, als wäre... Meint ihr, das ist deswegen, weil ich Ton ausmache? Unterschätzt es mal nicht. Unterschätzt mal nicht unseren Gangster. Unterschätzt mal nicht das Land. Wo die Drogen, die du dir ziehst, herkommen. Und wo die Typen, wenn Nacht werden muss, in den Bus steigen und losfahren. Hm. Und dann wird da Nacht kurz. Ich habe damit nichts zu tun, ich bin kein Krimineller. Aber die Sache ist, ich bin aus dieser Zeit, ich hab von den Fehlern von anderen Leuten gelernt. Ich habe nie meine Hände schmutzig gemacht. Verstehst du? Das ist a different game, bro. Und mir ist egal, was die gerade verstehen oder nicht verstehen. Das ist cool. Wir sehen sexy aus, weißt du, ich schwitze ein bisschen. Wir haben hier so Etikette am Start, weißt du, Wasser steht. Wir haben, weißt du, wir haben Kaffee, wir haben Matcha. Weißt du, wir haben Matcha. Und es ist schön, weißt du, es ist eine schöne Zeit und es ist ein toller Sommer, weißt du, Summer 16, weißt du, Drake. Was ist dein Lieblingssong? Von dem ich dir erzählt habe, der gestorben ist? Ja. Mein echter Opa. Ja. South Central Motherfucker, Ice-T. Ist ein LA, Digga. Meine Familie ist aus Texas. Ich weiß nur, Ice-T. Und die Geschichte ist crazy. Und niemand hasst irgendjemanden. Weder hassen die hassen niemanden. Die haben nur nicht verstanden, was es ist. Und wenn es heißt, die dummen Amis, die eh nur
alle nur ficken, spielen gut Basketball. Ich rede nicht, dass du das gesagt hast. Warum fühlst du dich angegriffen? Nein, ich frage dich, wer sagt das? Jetzt sagt er, was ich immer sage. Warum fühlst du dich angegriffen? Wo hast du das her? Ich schwöre, der wollte mich küssen, aber ich hatte jetzt ganz keinen Bock. Ich hatte damals eine Freundin. Hast du das Gefühl, alle ich denken sage das? Nein, ich sage das, was aber ich möchte. Das sagst du halt oft. Ich sage die Dinge. Guck mal, das ist ein, ich habe dir gerade eben, du hast mir zugehört. Das ist ein Spiel. Ich nutze dich so, wie ich möchte. Und du nutzt mich so, wie ich möchte. Aber mein Grundkern ist gut. Ich habe dir in dem ganzen Interview nicht gesagt, was ich über dich denke. Doch, das war so ein... Nein, ich habe dir gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich einen Ball genannt habe. Dich. Das wusste ich ja. Mir juckt aber auch gar nicht. Aber dich. Ich werde jetzt keinen Diss-Track machen gegen dich. Deswegen. Dich juckt das nicht. Aber da, wo ich gelernt habe, gibt es auf die Nase. Ganz böse. Nee, aber dann musst du aber lernen. Weil, ich weil lerne wenn das du machst auf die Nase bekommst, du bekommst immer wieder auf die Nase. Yeah. Bis du Entschuldigung sagst. So sieht's aus. Ja, aber ich, so sieht's aus. Und da bin ich nicht her. Ich bin kein MMA-Fighter. Ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Aber die Sache ist, da, wo ich gelernt habe, kriegst du die Nase kaputtgeschlagen. Mhm. Ganz, ganz fies. Und immer wieder. Und du kannst immer wieder kommen und tun. Und mit Jungs noch und mit Nacken und diese ganze... Du kriegst immer wieder auf die Fresse, weil Recht ist Recht. Verstehst du? So. Ich die Hand, die dich füttert und eine Hand wäscht die andere. Und zwei waschen das Gesicht. Die drei Affen. Kennst du den Song noch von Sesae? Kennst du den Song von Azad? Weißt du nichts von den drei Affen? Dicker, das ist altes Mathe. Wir sind Legenden, wir sind Genies, Dicker. Du und jeder andere auf der Welt. Und das hört sich alles so crazy an. Weißt du, dann schreiben sie in den Comments so, ja, der Che Guevara, der versucht so, weißt du, alles Müll. Ich habe kein Fernsehen zu Hause. Mein Studium passiert hier, auf der Straße. Ich sage euch ehrlich, ich hätte einfach mehr über Penis sprechen sollen mit ihm am Anfang. Real. Ratatata. Shit. Alright. Kann ich zum Ende auch noch was sagen? Klar. Kann ich bei der Was-Los-Folge auch noch was sagen? Ich habe eine gute Geschichte gehabt. Unterhalten uns mal wieder hier. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Versuche ich mache, eine Sache zu erzählen. Ich habe eine gute Geschichte gehört von jemandem, den ich jetzt namentlich nicht nennen will. Einfach nur so. Das hat jetzt keinen großen Grund. Und ich hätte dir das gern gesagt. Aber ich weiß ja, dass du sehr viel Schwierigkeiten damit hast, Komplimente anzunehmen oder überhaupt Gutes anzunehmen. Ja, aber das ist bei dir so. Ja. Habe ich ganz vergessen, Lan. Ganz großes Ding bei dir. Auf jeden Fall sage ich dir, ich habe gehört, dass du, es gibt eine Stelle auf der Revaler Straße, da kann man, sag nichts, nur zuhören. Was, worum geht's? Weißt du, auf der Revaler Straße, ey, Bruce ist der Beste, aber wir sind hier auf der Görlitzer Straße, Revaler, behalt den Gedanken. Und weißt du, können wir kurz... Das ist aber viel vor dir, du. Machst du schon dran? Die Rechnung, glaube hat der bezahlt, weiß ich nicht mehr, hat seine Managerin bezahlt. Können wir zusammen, ich mach gerade ein Interview, kannst du mir näher kommen? Weil ich möchte das Interview, ich hätte gerne, wir haben dein Gesicht nicht, aber dieses... Komm mal bitte, komm mal her, Schatz. Den Hund kenne ich schon, wir kennen das schon. Achso, du musst doch mal das reinhalten. Man sieht dein Gesicht nicht. Man sieht sein Gesicht nicht, auch geil. Kamera. Ich weiß es heute nicht mehr, aber dass er da in der Nähe vielleicht gewohnt hat, daher auch diesen Café-Typ kannte und er meinte ja, diesen Typen hier kennt er auch und so. Was ist denn das für ein Tattoo? Aber zeig ihn nicht, ernsthaft. Er ist nicht drauf. Das ist einfach ein Erdbeer. Wenn du genau hinkriegst, ist das schon ein bisschen verbracht. Habt ihr irgendwas verstanden? Der ist aus Berlin, das ist deutsch. Das ist eine Erdbeere? Er tut so, als hätte er Mondlandung gemacht, ey. Dann ist ein Tattoo, ja. Du hast Ehre. Ja, was ist los? Und das ist ein Outlining. Dicker, wir reden verschieden, Leute. Was ist mit euch los, Alter? Als wären wir Legastheniker. Seid ihr dumm oder was? Dazu müssen wir doch nicht zur Schule gehen. Er hat halt sehr viele Annahmen im Kopf. Er geht von vielen, vielen Annahmen oder Kommentare, die er sich gemerkt hat im Kopf. Deswegen, er spricht hier im Prinzip zu den Hatern, zu irgendwelchen Kommentaren, die er gehört hat vor 5 Jahren oder so. Deswegen kommt es manchmal so rüber, dass man völlig... den Faden verliert, aber ich verstehe schon, was er da immer sagt, aber also zumindest warum er diese Switches macht. Er hat wahrscheinlich viel zu sagen einfach und kriegt das nicht sortiert. Den Hund. Das ist kein und das ist nicht speziell. Das passiert bei dir jeden Tag. Und bei euch auch. Das ist ein crazy shit, ja? Yeah?
Mein Hund ist gestorben vor zwei Wochen. Und wie gesagt, guck mal, ich sag so, mein Hund ist gestorben vor zwei Wochen, Mann. Also, ja, ja, wie gesagt, komm mal zu, ihr ist crazy shit. Das ist echt alles nur wie Jackass. Das ist nur wie Jackass. Es hat alles. Shay, achso, sorry. Ab. Atze. Freunde, ich komme gleich zum Ende. So, können wir ein Foto zusammen machen? Nee, das geht damit nicht jetzt. Er sagt, zeigt nicht sein Gesicht. Dann sagt er, können wir Fotos zusammen machen. Warum? Also, warum? Das hat mich echt aufgeregt da nochmal. Achso, ja, das war es dann auch schon. Ja, tatsächlich bin ich, was sowas angeht, schon geduldig und auch so Zen-Meister-mäßig unterwegs, aber ich kann auch schon mal in die Decke gehen und so, aber ich war hier einfach nur noch lost, Alter. Lost. Also wie gesagt, nochmal zum Abschluss hier. Leute, wenn ihr das seht, wenn ihr jetzt bei Twitch nicht dabei wart, wenn ihr es auf YouTube seht, falls ihr das hochladet, ich überleg's mir noch. Ich habe, wie gesagt, in der Zwischenzeit, das ist jetzt schon 3 Jahre her, das Ding, ein gutes Gespräch, gutes Telefonat mit Jay gehabt, gar nicht so lange her. Wie gesagt, er scheint ein gutes Herz zu haben, scheint ein guter Typ zu sein irgendwo. Klar, er ist voll drüber, hier und da. Scheint ein bisschen Probleme gehabt zu haben. Keine Ahnung, ob das jetzt Drug Use ist oder was weiß ich, eine Psychose hat. Ich weiß das nicht. Aber scheint auf jeden Fall ein paar Sachen durchgemacht zu haben. Safe. I don't know, man. Aber wie gesagt, musikalisches Genie, das ist absolut keine Frage, das kann man dem nicht wegnehmen. Wenn der ins Studio geht, dann passiert was. Seitdem hat der keinen Song mehr released, das weiß ich nicht. Also das weiß ich wirklich nicht, habe ich nie mehr verfolgt. Ich höre immer noch gerne seine Mucke, wenn ich mal Sachen von ihm höre und so. Ansonsten, ja gut.